Hier ist Eintracht TV Live. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Frankfurter Stadtwald, liebe Eintracht-Fans, und herzlich willkommen zu Trainingstag 2 unserer Sommervorbereitung. Wir streamen auch heute wieder bei Eintracht TV die komplette Vormittagseinheit live. Wir, das sind Lars Weingärtner und ich, Daniel Wolf, und wir waren auch gestern schon dabei beim Trainingsauftakt, beim Aufgalopp, der ja nicht ganz so locker war, Lars, wie man es vielleicht von anderen Trainern oder anderen Vereinen gewohnt ist. Das war schon ziemlich aufschlussreich, was für ein Trainertyp Oliver Glasner ist. Das ging gleich knackig zur Sache. Ja, eben gerade hat Makoto Hasebe noch ganz kurz im Gespräch mit Oliver Glasner gesagt, hat er so gefragt, und wie geht's dir so? Und er so, oh, bisschen merke ich schon noch. Und dann hat Oliver Glasner so gesagt, ja gut, wenn du das sagst, dann ist es okay. Hat er noch so verschmitzt gelächelt. Allgemein war das so ein bisschen das Bild tatsächlich, dass Oliver Glasner sehr locker gestern drüber kam. Also man hat ja im Vorhinein immer das Bild, so einer, der ja sehr in sich gekehrt ist, sehr ruhiges. Mhm. Aber den Eindruck hat er tatsächlich gestern gar nicht gemacht. Also war locker, hat viel gelacht, hat viel auch interveniert während des Trainings und auch beim Interview nachher eigentlich einen super lockeren Eindruck gemacht. Also ich bin gespannt tatsächlich. Ist sehr, sehr, sehr cooler Typ. Und es ging auch gleich wirklich um Inhalte. Es war sehr intensiv. Es wurde gleich geübt, wie laufe ich den Gegner an. Es wurden verschiedene Offensivszenarien eingespielt. Es gab ein sehr, sehr langes Trainingsspiel am Ende. Die Einheit ging knapp 2 Stunden. Mhm. Nachmittags wurde dann nochmal ein bisschen im körperlichen, im physischen Bereich gearbeitet, ein bisschen an Athletik gefeilt. Genau, viele Sprints habe ich mir nochmal sagen lassen, auf jeden Fall. Also es ging, du hast ja schon, es war jetzt keine Einheit mehr im Fußball, sondern es ging speziell nochmal in den athletischen Bereich, in die Sprintform, in die muskuläre Belastung nochmal. Also da wurde schon gleich am ersten Tag mit 2 Einheiten gleich schon mal gezeigt, wo der Battle der Most holt in der Vorbereitung. Ja, vieles neu bei unserer Eintracht. Ein neues Trainertrio, Neuzugänge, die haben wir euch gestern teilweise schon vorgestellt. Werden wir bestimmt auch nachher nochmal drüber sprechen. Und natürlich, ihr seht es auch heute wieder an uns, die neuen Heimtrikots, die es schon im Pre-Sale gibt, die es dann später auch in allen offiziellen Fanshops zu erwerben gibt. Besonderheit daran, wir haben es gestern schon kurz erwähnt, so ein bisschen dieser Umweltgedanke, so ein bisschen die grüne Welle, die sind zu 100% aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Finde ich eine tolle Botschaft. Absolut, mega cool. Also, dass du weißt, dass da wirklich Wert drauf gelegt wird, hat die Eintracht mal wieder eine sehr super gute Idee gehabt. Die Spieler heute übrigens haben sie ausgezogen. Gestern waren sie noch in den Trikots auch unterwegs, aber heute sind praktisch das, was ihr die ganze Saison dann sehen werdet. Also die Trainings-Jerseys, auch die Torhüter haben ihre Trikots nicht mehr an, die sind heute ganz in Schwarz unterwegs. Also das wird das Bild sein, was wir auf jeden Fall öfters in dieser Saison Gesicht zu Gesicht bekommen. Also Nachhaltigkeit quasi beim Stöffchen, und nachhaltig, hat Oliver Glasner gestern gesagt, soll es auch in der gesamten Sommervorbereitung zugehen. Er will gleich die Grundlagen quasi für die komplette Saison schaffen. Klar, Dreifachbelastung, beziehungsweise wie es unser neuer Cheftrainer ausdrückte, Dreifachbelohnung. Ja. Und dementsprechend standen Anfang der Woche auch schon verschiedene Leistungs- und Medizintests auf dem Programm. Und da haben wir euch ein kleines Video vorbereitet. Armin, wieder zurück in Frankfurt. Wie war die Sommerpause von dir? Ja, schön. Erholsam, auch mal ungewohnt lang, würde ich sagen. Aber ging auch irgendwie schnell vorbei. Ich bin in Düsseldorf, in Deutschland geblieben, genau bei der Familie. Habe auch viel, viel Zeit mal mit den Freunden verbracht, was man so in der Saison nicht machen kann, wo man abends halt länger mal auch zusammensitzt und mal den Grill anschmeißt. Das ist für mich auch halt Urlaub, habe mich gut erholt. Auch die Jungs sehen alle gut erholt aus. Und ich freue mich darauf, dass es wieder losgeht. Heute steht ein ganzes Programm an. Ich habe deinen Zettel mal gesehen, da ist einiges drauf. Ne? Ist auch für euch, ist es normal, oder dass ihr am meisten Tag sozusagen das alles habt? Oder sagst du, es sind schon ein paar Sachen, die sind schon nicht normal? Nee, also das ist schon Gewohnheit, würde ich sagen. Also es ist schon normal so, dass du das an einem Tag alles abklapperst. Ich glaube, für alle, für die Fitnesstrainer, für den gesamten Staff ist es ein Tag, der am besten einfach, wo du es an einem Tag machst und wo alles schnell rum ist dann, wo jeder getestet
getestet ist, wo alle Tests vorbei und dann rum sind. Und dann hast du dich oder musst dich damit nicht mehr rumschlagen, wenn die Vorbereitung anfängt. Was hast du dir persönlich vorgenommen für die neue Runde? Mit welchen Erwartungen gehst du rein? Also ich gehe mit sehr, sehr großen Erwartungen natürlich rein. Die erste Runde war auf jeden Fall völlig in Ordnung. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie ich hier angekommen bin und wie ich hier aufgenommen worden bin. Ich hoffe einfach, dass wir da anknüpfen können, auch einfach von der Art und Weise, wie wir dann auch nachher Fußball gespielt haben. Auch wenn jetzt, wenn es vom Gefühl her ein bisschen enttäuschend war, die letzten 3-4 Spiele, klar, aber insgesamt war es dennoch eine sehr, sehr gute Saison für uns. Und ich persönlich nehme mir sehr, sehr viel vor, aber es geht natürlich um die Eintracht und ich hoffe, dass wir wieder so da anknüpfen können, auf jeden Fall, wie wir es einfach letzte Saison gemacht haben. Also 2 Tage lang gingen die Tests und ihr habt ja da ein bisschen Eindruck bekommen, da ging es nicht nur um den klassischen Laktattest, sondern viel mehr. Zahnarzt war da, dann ging es um das Herz, das untersucht wurde. Also die Jungs, kann man tatsächlich sagen, wurden in diesen beiden Tagen wirklich auf links gedreht. Also auf Herz und Nieren geprüft? Ja, das ist Fakt. Also die sind gesund, die heute hier da drauf. Das ist relativ sicher. Einer fehlt heute übrigens beim Training, den werdet ihr nicht zu Gesicht bekommen, Seppel Rode. Lars, er hat einen Schlag abbekommen gestern beim Auftakttraining. Aber nicht schlimm, also er hat es selbst nochmal eben gerade unserem Pressesprecher nochmal mitgegeben, hat gesagt, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, wird heute und morgen voraussichtlich nicht trainieren, Sonntag ist ja dann frei und dann nächste Woche am Montag dann wieder also einsteigen. Wie gesagt, einen kleinen Schlag, der tut dann heute und morgen mal ein bisschen weh. Aber der Seppel, ja gut, wer den kennt, der weiß, dass der das ist normal. Das ist seine Weise, wie er Art und wie er Fußball spielt. Indianer. Ja. Indianer-Häuptling. Ja, Einstieg ist ein gutes Stichwort. Das sehen wir auch hier gerade in unser Training. Es gibt Aufwärmen bzw. Lockerungsübungen unserer Spieler. Ansonsten ist es vielleicht noch, weil du gerade den Zahnarzt beim Medizintest und beim Medizincheck erwähnt hast. Du hast aber keine Zahnweh, oder? Ja, nein, ich brauche keinen gezogen. Nee, aber es ist vielleicht ganz interessant noch zu sagen, auch wo wir hier gerade unser neues Trainertrio im Bild sehen. Oliver Glasner ist ein Mann, der so ein bisschen outside the box auch denkt. Ihr habt es vielleicht gestern noch mitbekommen, es wurde ein bisschen das Team rund ums Team verstärkt. Also es wurden neue Staff-Mitglieder vorgestellt. Da zählt jetzt unter anderem auch wieder eine Ernährungsberaterin dazu. Gab es damals bei Nico Kovac schon? Genau, die hat uns damals zum Pokalsieg geführt, kann richtig man eigentlich fast sagen. Ne? Ja, und bei Adi Hütter zum Beispiel war jemand, der hat da, das ist halt wirklich von Trainer zu Trainer unterschiedlich, Adi Hütter hat da keinen Wert drauf gelegt und hat dann gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ja, Martin Daxl ist auch so ein Name, der gestern aufgeploppt ist. Potenzialtrainer ist vielleicht ein etwas sperriger Begriff. Im Endeffekt ist es so ein bisschen ein Mentalcoach, der die Spieler auf einen höheren Leistungslevel heben soll. Ich habe ihn tatsächlich gestern einmal gegoogelt. Er steht so dafür, für den Spaß, den man an seiner Arbeit haben soll. Also er versucht sozusagen, die Spieler positiv einzustellen. Seine Maxime ist, der Spaß ist unser Treibstoff zum Erfolg. Also da kann man gespannt sein, wie sich das dann im Laufe der Saison natürlich auch auswirkt. Psychologie, das ist heute bei allen Vereinen ein großes Stichwort. Da hat jeder Verein, hat da irgendwen, der sich um die Spieler kümmert. Es ist natürlich dann an den Spielern auch, ob sie dieses Angebot wahrnehmen. Das ist ja teilweise auch immer freiwillig. Ne? Und das kommt tatsächlich, glaube ich, auch wirklich von Spieler zu Spieler drauf an. Also manche, die machen sich da gar keine Gedanken. Ne? Genau. Also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel so mal an so Max Kruse denke, der Christopher Lenz hat mir erzählt, der hat mal vorm Spiel 2 Kreppel gegessen und hat dann 2 Tore geschossen. Der macht sich da wahrscheinlich weniger Gedanken, aber Djibril Sow zum Beispiel, mit ihm hatte ich ja ein längeres Gespräch, als wir ihn besucht hatten, und der hatte auch gesagt, dass er sich dann teilweise in den Situationen, wo er sich nicht so wohl gefühlt hat, wo er auch nicht so gute Leistung gebracht hat, dann auch einen Mentalcoach genommen hat tatsächlich und mit ihm drüber gesprochen hat, über Drucksituationen, ja, wie du gesagt hast, über Spaß an der Arbeit, einfach wie man auch sich auf Spiele vorbereitet, wie man vielleicht auch abends vor dem Spiel gut schläft. Der eine braucht das, der andere braucht es nicht. Aber ich glaube, mit dem Druck, der auch immer wieder oder immer größer wird im Fußballbusiness,
ist es keine schlechte Sache, dass man mal einen Ansprechpartner hat, der sich da ein bisschen mit auskennt. Ich glaube, es ist halt vor allem für die Spieler hilfreich, die vielleicht um den Stammplatz kämpfen, vielleicht den erstmal verlieren. Ich denke mal, wenn du jetzt eh als Spieler im Flow bist, dann brauchst du das jetzt nicht so unbedingt. Ja. Aber wenn du gerade eine schlechte Phase hast, genau, und dann erinnert dich einer, siehst doch mal positiv, ne, denk an die positiven Seiten dieses geilen Jobs, den du hier machen kannst, und versuch irgendwie deine, ja, sagen wir mal, deine schlechte Laune in Anführungsstrichen jetzt in Energie umzuwandeln und im Training Vollgas zu geben. Ja, ich glaube, dass es für solche Spieler sehr hilfreich sein kann. Ja, absolut. Und also das ist auch ein neuer Teil des Staffs. Also der Staff hat sich schon, muss man tatsächlich sagen, schon nicht nur die Co-Trainer auch so schon verändert. Ein paar Gesichter im Athletikbereich, die gibt es nach wie vor. Markus Murer zum Beispiel, der heute das Aufwärmen betreut. Wie hier auch Andi Beckgesanem und jetzt Gonzalo Paciencia. Also da, im Athletikbereich hat sich nicht so viel verändert, aber drumherum, muss man sagen, ist die Eintracht schon teilweise grunderneuert. Ja. Ihr habt gestern, wenn ihr uns zugeschaut habt, beziehungsweise wenn ihr die Pressemitteilung gelesen habt, natürlich schon mitbekommen, wir sind noch nicht vollzählig heute hier an Tag 2 dieser Sommervorbereitung. Es fehlen unter anderem noch 11 Nationalspieler. Unser Brasilianer Tuta, der ist in häuslicher Quarantäne, nachdem er aus Brasilien zurückgekommen ist. Auch immer noch, auch an dieser Stelle wieder gute Besserungswünsche an Nils Stendera, ja, der mit Covid erkrankt ist. Dann, klar, kommt jetzt noch Seppel Rode dazu. Gestern hat noch Dejan Jovic gefehlt. Ich habe jetzt noch gar nicht gesehen, ob er heute dabei ist. Der kommt auch am 5. erst wieder. Am 5., genau. Er hat tatsächlich auch noch Länderspiele gehabt und somit also auch raus. Also am 5. kommen Montag drei. Nach meinen Informationen kommen da auf jeden Fall Eamon Barco kommt dann auch am 5. wieder zurück und Dejan Jovic. Also nächste Woche sind zumindest schon mal der erste Schwung. Auf jeden Fall. Der nächste Schwung sind dann Nationalspieler wie Deitch Kamada und Aydin Rustic, die noch WM-Qualifikationsspiele für ihre Länder bestritten haben. Ja, und dann irgendwann trudeln dann auch dann die EM-Fahrer sozusagen ein, 2 Wochen nach ihrem Ausscheiden. Ja, das werden dann unter anderem Martin Hinteregger, Stefan Ilsanker, Kevin Trapp sein. Mal gucken, wann die Schweizer kommen. Vielleicht genau. Erst spät. Wir werden es heute Abend ja sehen, ob es noch weitergeht, diese grandiose Europameisterschaftsreise. Hoppschwitz, ne? Also heute Abend drücken wir auf jeden Fall Jimmy Zhou und Steven Zuber die Daumen. Ja, war schon ein cooles Spiel gegen Frankreich, muss Wahnsinn. Man tatsächlich sagen. Also schon so ein bisschen den natürlich generell dem Außenseiter so ein bisschen die Daumen gedrückt. Und wenn dann noch 2 Adlerträger noch mit in der Nati sind, genau, dann dann hat man schon so ein bisschen für die gehalten und am Ende haben sie das Ding tatsächlich nach 3-1 hinten noch gewuppt im Elfmeterschießen. Also war schon cool. Und Steven Zuber, muss man ja sagen, hat sich bis dahin in den Fokus gespielt. Definitiv, ja. Also, die Schweizer erleben ihr Sommermärchen und unsere Mannschaft erlebt hier die Sommervorbereitung. Wir haben es auch gestern schon angesprochen. Können wir zumindest heute mal ein bisschen davon sprechen, nachdem wir gestern beim Auftakt hier tatsächlich ein bisschen gefroren haben. Also hier, wir sind noch ein bisschen am Überlegen, ob wir Jacke anziehen oder T-Shirt. Das ist also so, bei den Temperaturen sind wir so knapp an 20 Grad, aber die Sonne scheint ab und zu vorbei. Heute ist es tatsächlich recht angenehm. Für hier. Die Spieler auf dem Platz ist es heute eigentlich optimal. Ne? 20 Grad, es ist so immer mal leicht bedeckt, manchmal blitzt die Sonne durch, aber es ist nicht zu heiß, also optimale Fußballtemperaturen eigentlich. So, der erste Teil des Warmmachens, der Athletikteil, ist erledigt. Jetzt hat Trainer Oliver Glasner die Teams aufgeteilt. Eine Truppe sehen wir hier zusammen mit unter anderem mit Ali Akman, dritte von rechts hier, und Ragnar Ache. Der andere Teil ist jetzt hier vorne beispielsweise noch zu sehen, hier genau im Bild mit Oliver Glasner, also den Teil erstmal aufgeteilt, unter anderem auch mit, die jetzt hier im weißen Leibchen links, Dian Dramay, der Torhüter. Auch das war tatsächlich gestern schon zu sehen, dass auch die Torhüter teilweise in den Feldspielerformen auch mit eingebunden werden, so wie jetzt hier. So, Oliver Glasner erklärt die Übung. Wir können gleich mal schauen,
Falls ihr euch übrigens wundert, wer der Mann ganz links in komplett schwarzer Montur mit schwarzer Baseball-Cap und Brille ist, der da auf einen Spieler einspricht. Ich glaube, das ist die Nachwuchskraft Nacho. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Mann bei unserer Eintracht. Stefan Gödde ist jetzt schon einige Jahre bei uns. Das ist quasi ja, die Stimme der Eintracht, zumindest in der Kabine und auf dem Trainingsplatz. Das ist unser Übersetzer. Er spricht gefühlt sämtliche Sprachen und bis auf die Maya-Dialekte, die Ausgestorbenen, die es auf dieser Welt gibt. Nein, also er ist ein unglaubliches Sprachtalent, ein unglaublich umgänglicher, sympathischer Typ. Er kommt in der Mannschaft klasse an und das merkt man bei uns auch immer wieder. Also die Neuzugänge, die zu uns kommen, die kein Deutsch sprechen, die lernen es ganz, ganz schnell, weil da hat er einfach so das richtige Händchen für, welche Einheiten er macht. Er lässt auch ganz gerne tatsächlich Fansongs übersetzen, ja, und bringt das in seine Arbeit mit ein. Also cooler Typ, muss man einfach so sagen. Ja? Also hier die Spielform, wenn wir die hier gerade sehen, also Oliver Glasner hat jetzt hier ein 5 gegen 3 sozusagen im Wechsel aufgebaut. Das heißt also, hier haben wir nochmal Stefane Götte im Bild. Ja, 5 gegen 3, also die 3 sind die Gelben gegen die Roten und zwei neutrale Spieler. Das sind auf der einen Seite Makoto Hasebe und Dian Dramay. Und dann gibt es immer wieder den Wechsel nach Ballverlust, also diese Umschaltmomente in kürzesten Phasen sozusagen, dass immer wieder sozusagen der Wechsel entsteht zwischen Gelb und Rot. Jetzt wird hier nach dieser ersten Runde kurz getrabt und bei uns wird gleich nicht getrabt, sondern getratscht, denn wir haben heute, das habt ihr gestern auch schon mitbekommen, auch diverse Interviewgäste für euch vorbereitet. Teilweise sind das Neuzugänge. Gestern haben wir mit Markus Krösche gesprochen, der uns nochmal sein Konzept und auch die Inhalte der Zusammenarbeit mit unserem neuen Cheftrainer Oliver Glasner kundgetan hat. Der war dann nach dem Training direkt im Interview bei Lars, hat auch nochmal gesagt, dass es ein sehr gutes Auftakttraining in seinen Augen war. Er hat ja gestern sich bei allen Jungs das erste Mal so richtig vorstellen können, hatte Anfang der Woche mit vielen telefoniert, aber gestern, ja, und auch bei den Leistungstests davor, da bekam man sich dann das erste Mal wirklich zu Gesicht. Und Oliver Glasner hat gesagt, das ist eine gute Truppe, die ich hier vorfinde. Ich will eigentlich nicht viel ändern. Ich will auch nicht viel im Spielstil ändern. Wir wollen etwas größeres Augenmerk legen, natürlich auf die Defensive. Wir wollen öfter den Laden dicht halten. Aber ansonsten wollen wir an unserer offensiven Spielweise dranbleiben. Oliver Glasner, der hier genau zuschaut bei dieser kleinen Trainingseinheit. Ihr seht das auch. Der Platz ist in Vierecke eingeteilt. Das ist etwas, das Oliver Glasner sehr gerne macht. Er teilt das Spielfeld ganz gerne in so ein Schachbrettmuster auf, um die zu besetzenden Räume besser und optischer kenntlich zu machen. Also jeder Trainer hat da natürlich so seine Tricks. Was soll das bringen? Ganz klar, es sollen sich Automatismen einspielen, die dann natürlich für den weiteren Saisonverlauf ganz, ganz wichtig sind. Und hier sehen wir auch schon gleich, dass sich der gestrige Eindruck von Oliver Glasners Trainingsarbeit fortsetzt. Also immer, wenn ihm etwas nicht ganz so gut gefällt, wenn ihm etwas nicht passt, dann nimmt er die Trillerpfeife in den Mund und bricht ab. Das haben wir ganz oft bei seinem Vorvorgänger auch gesehen, Niko Kovac. Also nicht nur bei der Ernährungsberaterin, sondern auch bei der Trainingsführung. Da ähneln sich Oliver Glasner und Niko Kovac doch sehr, denn er will immer wieder korrigierend eingreifen. Das ist zumindest ein großer Unterschied zu seinem direkten Vorgänger Adi Hütter. Adi Hütter, der hat eigentlich ganz gerne erstmal ja laufen gelassen und hat dann, nachdem so eine Spielfolge und so eine Trainingsform abgeschlossen war, sich dann die Jungs zur Brust genommen und gesagt, ja, was gut und was schlecht gelaufen ist. Oliver Glasner, der ist eher jemand, der direkt eingreift und hier auch ganz genau hinschaut. Philipp Kostic sehen wir hier. Makoto Hasebe, Dian Dramay, ihn haben wir gestern schon vorgestellt, einer unserer Neuzugänge, ganz großes Torwarttalent, ist vom Heidenheim zu uns an den Main gekommen und wird unter dem neuen
ja, nicht dem neuen, aber dem alten Torwarttrainer Jan Zimmermann, Zimbo genannt, hier in Augenschein genommen. Zimbo hat den Weg von Diantra Mai sehr, sehr lange verfolgt, hat er gesagt. Hat ihm immer wieder gefallen, immer wieder imponiert. Er stammt ja ursprünglich aus der Talentschmiede des VfB Stuttgart. Hat dann in Heidenheim, wie gesagt, gespielt und soll jetzt, ja, mal schauen, als welche Nummer hier bei uns unsere Nummer 1 Kevin Trapp Feuer unterm Hintern machen. Es ist ja noch ungeklärt, in welcher Konstellation bei den Torhütern wir in die neue Saison starten. Kevin Trapp, das ist klar, er ist die Nummer 1, aber es ist natürlich noch nicht so ganz klar, was mit Frederik Rönnow passiert, der auch noch Sonderurlaub genießt. Beziehungsweise, nein, er genießt keinen Sonderurlaub, der ist ja noch im Turnier drin mit Dänemark. Ja, ja, bleibt er bei der Eintracht? Wechselt er vielleicht noch? Das sind einige der Fragezeichen, die hier noch über dem Frankfurter Stadtwald schweben. Elias Börtner, der steht kurz vor einer Leihe, ebenfalls 19 Jahre alt, ganz junges Nachwuchstalent, Nachwuchshoffnung vom Riederwald. Ansonsten hat auch Markus Krösche gesagt, wird sich generell noch einiges im Kader tun. Er plant diese Saison mit 23 Spielern plus Nachwuchskräften. Wir sind aktuell bei knapp 30 Spielern, das heißt, da wird sich auch noch einiges tun auf der, ja, Seite der Abgänge für unsere Eintracht. Es gibt ja auch einige Rückkehrer, zum Beispiel Rodrigo Salazar, den wir jetzt hier am linken Bildrand mit dem Leibchen, mit dem gelben Leibchen sehen, der jetzt hier gerade Amin Younes attackiert hat. Er kommt zurück zu unserer Eintracht vom FC St. Pauli, wo er eine überragende Zweitligasaison gespielt hat. Unglaublich viele Tore vorbereitet, auch selbst treffsicher gewesen. Gutes Zweikampfverhalten. Also die Hamburger hätten ihn sehr gerne behalten. Und jetzt sehe ich, dass Lars bereit ist. Er hat einen ersten Interviewgast bei uns. Und das ist auch ein Neuzugang in unserer, ja, in unserem Team, hinter dem Team. Bei ihm ist Timo Hadung zu Gast. Ja, Timo Hadung ist bei mir, Leiter der Lizenzspieler. Timo, grüß dich. Gute, du hast schon sehr schnell gelernt, auf jeden Fall. Timo, ja, wie hast du dich eingelebt hier im Hessenland? Sehr schön, sehr schön. Die Leute sind super freundlich. Der Start war geglückt, ist viel los, viel zu tun. Wir verbringen viel Zeit hier oder haben bisher schon viel Zeit verbracht, werden auch in Zukunft hoffentlich viel Zeit hier miteinander verbringen. Aber ja, wie gesagt, das ganze Team, alle Leute, die ich bisher kennengelernt habe, sei es hier im Stadion oder in der Geschäftsstelle, sind super freundlich. Und die Stadt? Auch da schon ein bisschen was gesehen? Ehrlicherweise relativ wenig. Bist zu viel am Arbeiten bisher. Genau. Ein paar Wohnungen haben wir besichtigt, sind da auch schon fündig geworden, von daher auch zufrieden. Also sehr schöne Stadt, sind so rumgefahren, haben ein paar Ecken gesehen und freuen uns dann auch, wenn wir hier in ein paar Wochen dann auch wirklich einziehen, umziehen und ankommen können. Sehr schön. Leiter der Lizenzspielerabteilung ist deine genaue Bezeichnung. Was kann man sich als Fan darunter jetzt genau vorstellen? Ich glaube, das kann man ein bisschen schwer greifen. Genau. Ja, am Ende des Tages haben wir mittlerweile neben den vielen Spielern, die uns am Ende die Spiele gewinnen, haben wir auch einen großen Staff drumherum. Frauen, Männer, die den Jungs den Rücken frei halten, die in der Organisation tätig sind, die helfen, neuen Spielern, neuem Staff anzukommen, die das Trainerteam unterstützen. Und dafür bin ich so ein bisschen mitverantwortlich, dass wir das weiter auf einem hohen Niveau halten, vielleicht sogar die ein oder anderen neuen Ideen einbringen. Jetzt geht es wieder nach Europa, da gibt es noch mehr zu tun, da freuen wir uns alle drauf. Da gibt es viele helfende Hände, die anpacken wollen und das versuchen wir so ein bisschen zu strukturieren, organisieren und dann ja einfach zusammen Spaß zu haben, aber vor allen Dingen auch erfolgreich zu sein. Du arbeitest ja auch eng mit unserem Sportvorstand Markus Krösche zusammen. Ihr seid ja beide aus Leipzig gekommen. Wie ist euer Innenverhältnis? Habt ihr euch da kennengelernt und lieben gelernt, in Anführungszeichen, so ein bisschen? Ja, genau. Ja, wir haben uns tatsächlich in Leipzig kennengelernt, sind in der gleichen Saison eigentlich zum gleichen Stichpunkt dort angekommen. Wir hatten da zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben uns sozusagen lieben und schätzen gelernt. Macht unheimlich viel Spaß mit Markus, war sofort Feuer und Flamme, nicht nur wegen ihm, sondern vor allen Dingen halt auch wegen der Eintracht. Und freue mich natürlich extrem darauf, im Zusammenspiel mit Markus natürlich auch an der Kaderplanung so ein bisschen zu arbeiten, im Transferwesen, ihm da so den Rücken frei zu halten und das Verbindungsglied einfach zu sein zum Trainer und zum Trainerteam.
Wie groß ist die Vorfreude, wenn man zu so einem Traditionsverein kommt und dann Europa League einem vor die Tür steht? War das auch das, was sich so ein bisschen gepackt hat? Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich ungemein. Wenn man hier als Gast im Stadion spielt, das ist immer sehr unangenehm. Da kann man sich nur vorstellen, wie schön es ist, wenn man hier seine Heimspiele austragen darf. Jetzt dürfen wir noch ein paar mehr Heimspiele austragen, nämlich ja, in der Europa League, dürfen auch noch ein bisschen unterwegs sein in Europa. Da ist natürlich super, Vorfreude ist riesengroß. Jetzt hatten wir ein paar Tage, wo die Jungs noch unterwegs waren, wo sie im Urlaub waren. Jetzt geht es schon hier los. Viel Trubel, wir freuen uns drauf. Das sind diese ganzen Meilensteine, bis es dann tatsächlich in die Saison losgeht, bis dann das erste Spiel ist, das erste Auswärtsspiel ist ein Pokal. Und dann geht es ja auch zeitnah in der Liga los und dann im September freuen wir uns auch auf die Gruppenphase. Super. Timo, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und dir gutes Gelingen für deine Aufgaben. Und ja, dann sehen wir uns halt bald wieder, denke ich mal. Vielen Dank. Ja, sehr gut. Ab zu dir da oben, Daniel. Also Kaderplanung, das ist natürlich ein großes Stichwort in dieser Sommervorbereitung. Ansonsten, ja, sagt Timo Hardung Ähnliches wie gestern bei seiner Pressekonferenz. Christopher Lenz, unser Neuzugang von Union Berlin, auch er hat die große Strahlkraft unserer Eintracht herausgearbeitet, hat gesagt, das war natürlich eines der Hauptgründe, warum er hier zu uns nach Frankfurt gewechselt ist und was ihm unglaublich imponiert, was er natürlich erst oder bislang nur aus dem Fernsehen kennt oder von seinen Gastspielen hier, ist diese Symbiose zwischen Fans und Verein, wo er sagt, ne, ich bin ja ein Berliner Jung, das gibt's halt bei uns in der Hauptstadt nicht so wie bei euch hier in Frankfurt. Das ist schon einzigartig. Ja, ich bin wieder zurück. Hier oben, kurz einen Bergsprint angezogen, aber alles überlebt. Der Hügel des Grauens. Tatsächlich hat Jan Zimmermann schon diesen Hügel hier kurz auf den Wall hoch schon genutzt, unter anderem mit Kevin Trapp und Frederik Renault, für kurze Sprints, für Schnellkraft. Also Felix Magath noch nicht, aber Jan Zimmermann hat das auf jeden Fall schon gemacht. Also nur ganz kurz, um den Überblick nochmal zum Training zu bekommen. Also es ist sehr, sehr klar hier, verschiedene Gruppen. Also den Teil, den Oliver Glasner hier unten gerade begleitet, ist der intensive Teil. Also nochmal da 3 plus 2 gegen 3 im Endeffekt auf Ballbesitz. Die drei Jäger müssen versuchen, den Ball schnell rauszuschießen. Dann haben wir hinten eine sag ich mal, Ballgewöhnungseinheit. Etwas entspannter da hinten bei Markus Murra. Das sehen wir jetzt hier rechts oben noch im Bildrand noch gerade so. Das ist so ein bisschen Ballgewöhnung, Ball hochhalten. Genau, jetzt hier haben wir nochmal Athletiktrainer unter sich. Gerade noch im Gespräch mit unserem Neuzugang Fabio Blanco, der gestern schon einen guten Eindruck hinterlassen hat. Also da geht es so ein bisschen wieder, um sich an die Kugel zu gewöhnen. Ja, nach dem Sommerurlaub, nachdem man ein bisschen am Strand gelegen hat, da geht es einfach ein bisschen hochhalten, ein bisschen schnicken. Und dann hat man noch hier links ganz von uns noch dann eine etwas anstrengende, das ist 2 gegen 1 auf Ball halten. Das ist ein Viereck aufgebaut, ja, so 5 mal 5 Meter circa. Und da geht es 2 gegen 1, den Ball irgendwie möglichst in der Partie zu halten. Also das ist auch da ein anstrengender Teil. Hier haben wir das jetzt gut nochmal ein Bild nochmal eingefangen. Das übernehmen dann die beiden Co-Trainer. Und da sieht man auch schon, dass die ähnlich ticken, dieses Trio. Ne? Also ja. Michael Angerschmidt und Ronald Brunmeier ja auch die neuen Assistenztrainer seit dieser Saison. Und man hat es gerade schon gesehen, die diskutieren ähnlich viel mit den Spielern wie ihr Chef Oliver Glasner. Also da ticken die wirklich gleich. Ja. Die wollen viel eingreifen, die wollen gleich viel korrigieren. Die lassen nicht unbedingt viel laufen, sondern die wollen den Spielern gleich aufzeigen, was die Spielidee für die neue Saison sein soll. Ja, da soll es ja hoch hergehen. Und schnell. Vielleicht sehen wir noch rechts im Bild, haben wir noch einen neuen Analysten, der vom e.V. tatsächlich zu unserer AG gewechselt ist. Sebastian Salik-Beni, der auch da schon Analyse betrieben hat. Daneben Marco Schuster, auch aus der Analyse. Und der dritte im Bunde ist Marco Russ. Den kennen wir ja auch noch. Also die drei sind erstmal das Gestirn der Analyseabteilung und sie nehmen hier auch das Training natürlich mit verschiedensten Instrumenten und beobachten das Ganze. Also links daneben
gerade Makoto Hasebe und Armin Younes. Armin Younes ist praktisch der Jäger in diesem Spiel und dann geht es 2 gegen 1. Und dann geht es natürlich hin und her und hin und her. Eine gute Belastung in kürzester Zeit. Und wir sehen hier direkt vor uns, dass Oliver Glasner auch immer wieder oft die Vier-Augen-Gespräche sucht. Hier im Gespräch mit Ragnar Ache, der gestern auch schon einen richtig explosiven Eindruck wieder hinterlassen hat. Wir haben es schon gesagt, er hat leider ja ziemlich viel Pech gehabt in der abgelaufenen Spielzeit. 2 schwere Verletzungen, hat sich beide Mal wieder zurückgefightet, hat dann, und das hat uns sehr gefreut, am letzten Spieltag dann auch seinen ersten Bundesligatreffer für unsere Eintracht erzielt gegen Freiburg. Von ihm, ja, da erwarten wir viel. Das sagte auch Alex Meyer, unsere Club-Ikone, unser Fußballgott. Der sagt, Ragnar Ache und auch Ali Akman, den wir hier neben ihm sehen, mit heute geöffnetem Haar, ohne Zopf. Von den beiden ist unser Alex Meyer sehr angetan. Da sagt er, das könnten wirklich mal richtig große Nummern werden. Die haben Potenzial, da vorne in erster Reihe richtig zu glänzen. Und Ragnar Ache, der bringt natürlich ja so eine Physis ins Spiel, so eine Dynamik, so ein Tempo, so eine Wucht einfach wieder. So, jetzt wieder das Spiel zu sehen, auch mit dem Torhüter, die 2 Neutralen. Das sind in diesem Fall Ragnar Ache und Torhüter vom e.V., und da ist Christopher Lenz dazwischen gewesen im gelben Leibchen. Über ihn haben wir gestern schon viel gesprochen. Eine coole Type, ja, wie man in der Hauptstadt sagt. Du hast ihn ja begleitet, besucht. Ihr habt, das haben wir gestern gesehen, ein schönes Video aufgenommen, wie er uns seine Heimatstadt vorstellt. Er ist unter anderem, ja, als Kabinen-DJ bekannt gewesen bei Union Berlin. Aber nicht nur dafür, sondern er ist eine unglaublich solide Bank als Linksverteidiger. Das haben wir auch gestern in dem Testspiel bzw. im Trainingsspiel dann schon gesehen. Also über seine Abwehrseite, da lief ziemlich wenig. Er ist jetzt keiner, der groß vorne als Flankengott dann in Erscheinung tritt. Hat aber immerhin 4 Assists gespielt letzte Saison. Ja, also ist, hat ist da okay, schon das eine oder andere Tor vorbereitet. Er gibt unserem Trainer Oliver Glasner diese taktische Flexibilität, dass wir nicht nur Dreierkette spielen können, sondern mit ihm dann halt auch auf die Viererkette umstellen können. Ja. Je nach Bedarf. Oliver Glasner hat ja in seiner Antrittspressekonferenz am Dienstag schon gesagt, er ist keiner, der sich jetzt auf ein System festlegt. Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, whatever. Es muss zum Spielsystem, es muss zur Mannschaft vor allem passen, hat er gesagt. Also wie ich will das spielen, wo sich meine Profis am wohlsten fühlen. So, das ist hier die lockere Schnickergruppe. Und hier vorne geht es dann schon wieder rund. Jetzt erobert Roth mal den Ball in Form von Ali Akman, Yannick Hortz, der Keeper vom e.V. Jetzt gerade mit dem Fehlpass und dann auch noch mit Christopher Lenz, den du gerade angesprochen hattest. Also das ist wieder heute sehr, sehr gut tatsächlich zu sehen, dass Oliver Glasner unheimlich viel in diesen ersten Tagen mit dem Team redet, nimmt immer sich wieder die Leute raus, um mit ihnen 4-Augen-Gesprächen zu führen und sie dann auch dann im Detail nochmal zu coachen. Erst Ragnar Ache und im zweiten Durchgang war es dann Ivan Ndika. Also das ist schon sehr auffällig in diesen ersten Tagen. 6 Wochen knapp hat er Zeit, um die Mannschaft fit zu kriegen. Und dann, wir sehen es hier gleich auch mal eingeblendet, dann geht es um die Wurst. Dann werden die ersten Pflichtspiele auf unsere Mannschaft zukommen. Wir sehen es, der Bundesliga-Spielplan, der gleich am ersten Spieltag natürlich den absoluten Auswärtskracher bereithält für unsere SGE. Ja, bei Borussia Dortmund. Und das erste Heimspiel dann hier in unserer Good Stub im Deutsche Bank Park gegen Augsburg. Wir hoffen natürlich, dass ja zumindest einige von euch dann auch wieder zurückkehren können in den Frankfurter Stadtwald. Es sieht gut aus. Lasst uns hoffen, lasst uns die Daumen drücken, dass wir zur neuen Spielzeit dann auch endlich wieder eure Unterstützung haben hier bei uns.
dass die Geisterspiele endlich passé sind. Also das ist schon... Ich kann mich noch daran erinnern, vor einem Jahr, da haben wir aber, glaube ich, bei Eintracht FM auch zusammen kommentiert gehabt, oder? Wo die Fans teilweise da waren, gegen Bielefeld, ne? Gegen Bielefeld und gegen Hoffenheim. Hoffenheim. Das waren die zwei Spiele. Und selbst das, waren ja nur wenige, waren ja nur ein paar Tausend. Aber selbst das hat schon irgendwie ein anderes Gefühl gegeben. Wahnsinn. Und wenn irgendwie am Ende gesagt wird, hier, es wären, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 13.000, 14.000, das wäre ja schon mal hin Eppes. Ich kann mich noch super gut sogar dran erinnern, weil es eben nur 8.000 waren gegen Hoffenheim. Und wenn wir hier die Lauscher von den Ohren genommen haben, dann hat sich das angehört, als wären das 2025. Also diese 8.000 Leute, die haben schon wieder einen dermaßenen Rabatz gemacht, dass du wirklich das Gefühl hattest, das Stadion ist mindestens zur Hälfte besetzt. Und oh Mann, Leute, ihr wisst es genauso gut wie wir, das fehlt uns allen. Und ja, man sieht es jetzt natürlich bei der EM, da kann man auch teilweise wirklich noch anderer Meinung sein, ob das halt wirklich gut ist, was man da auch teilweise sieht, aber es zeigt, was den Fußball eigentlich ausmacht. Ja? Und das seid ihr nun mal, das sind die Fans und deswegen machen wir das Ganze hier und deswegen hoffen wir, dass ihr bald hier wieder bei so schönem Wetter wie heute zurückkehren könnt in den Frankfurter Stadtwald. Philipp Kostic. Sehen wir hier im Bild. Er war ja bei der EM nicht dabei. Die Serben ja ausgeschieden in der Qualifikation. Hatten dann noch die Playoffs-Spiele. Aber da hat es dann nicht gereicht. Moment. Michael Angerschmidt im Gespräch mit diesen drei, vier, die da in diesem Eck zusammenstehen. Ihr werdet euch natürlich an alle neuen Gesichter gewöhnen. Ja, das ist bei uns genauso. Ja. Also bei uns ist es Vorbereitung. Bei uns ist es Vorbereitung. Ja. Michael Angerschmidt und Ronald Brunmeier, die neuen beiden Assistenten, die, ich habe es gestern schon gesagt, finde ich einen extrem coolen Look haben. Irgendwie so ein bisschen so wie Tatortkommissare, habe ich gestern gesagt. Also extrem sympathischen ersten Eindruck haben sie hier hinterlassen. Und das muss man auch dazu sagen. Wir haben ja gerade unten den Einstieg gemacht für unsere Live-Übertragung. Alle sehr gut gelaunt auf den Trainingsplatz gekommen. Alle noch am Lachen. Klar, also wenn du jetzt keine gute Laune hast zum Saisonstart, dann machst du auch irgendwas falsch. Ne? Also dann hast du irgendwie den falschen Beruf. Aber ja, selbst diese Athletik-Übungen und auch das Nachmittagstraining, wo es wirklich um die Athletik ging, scheint unseren Spielern zumindest nicht die gute Laune zum Auftakt genommen zu haben. Ja, Oliver Glasner guckt hier auf seine Stoppuhr. Wir haben übrigens mit Oliver Glasner an seinem ersten Tag, wo er die Pressekonferenz gehalten hat, am Dienstag auch unser bekanntes Format gedreht, Handkäse mit Musik. Das ist noch nicht offen draußen, aber wir geben euch mal einen kurzen Einblick. Ja, es war schon ganz witzig mit Oliver Glasner. Oliver, herzlich willkommen bei Handkäse mit Musik. Ja, hallo. Kurz und knackig trainieren oder eher lange trainieren? Kurz und knackig. Dein Gesichtsausdruck, wenn die Eintracht ihr erstes Saisontor schießt? Sachertor oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn, ich wusste, der kommt jetzt. Deswegen war ich so schnell. Letzte Frage, Handkäse mit oder ohne Musik? Ja, hier muss mit Musik sein, deswegen mit Musik. Ja, die ganze Folge von Handkäse mit Musik und Oliver Glasner gibt es dann nächste Woche. Das ist gerade noch in der Produktion, aber wir wollten euch schon mal zeigen. Eine coole Folge. Auf jeden Fall schaut da mal rein. Wir lesen natürlich auch parallel so ein paar Kommentare von euch mit. Da kam gestern auch schon die Frage, man hört ihn jetzt heute nicht so oft, den Baulärm, aber gestern, da war die Bohrmaschine hier doch schon der späte Begleiter für unser Auftakttraining. Da kamen von vielen von euch die Fragen, Mensch, was wird denn da gewerkelt im Hintergrund? Bauen wir hier das Stadion um oder ist das schon der Umbau? Ja, rüsten wir schon auf? Also klar, es wurde hier und wird auch immer noch brutal aufgerüstet für eure Rückkehr. Das fängt allein schon dabei an,
dass auch sämtliche sanitären Anlagen hier einen komplett neuen Anstrich bekommen haben. Ihr habt es auch vielleicht mitbekommen, wir haben ja einen neuen Caterer im Stadion. Da wurden der gesamte Food Court, ja, also alle Grillstationen, alle Essens- und Getränkehäuschen wurden umgestaltet. Es wurden neue Zapfanlagen installiert, die ja eine schnellere Druckbetankung möglich machen sollen. Auch unten der ganze Hospitality-Bereich, das Foyer, alles ist hier ja auf links gedreht worden. Es gibt einen neuen Videowürfel. Ne? Der ist zwar gar nicht so neu, aber den haben die meisten von euch auch leider immer noch nicht gesehen. Noch nicht zumindest live gesehen, ne? Ja, das ist wirklich eine der geilsten Techniken in ganz Europa. In 4K werdet ihr da dann die Videos angezeigt bekommen. Wir haben eine neue Dachbeleuchtung, das ist jetzt komplett in Rot gehalten, sieht abends, vor allem bei Abendspielen, bei Footballspielen mega geil aus, gibt dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Eintracht-Flair. Treppenaufgänge sind nicht mehr gelb, sind jetzt weiß, das sind alles so ganz kleine Details, die aber viel Arbeit auch kosten. Viel Arbeit kosten und auch für das Gesamtbild echt extrem viel machen. Ja? Auch einige von euch haben gefragt, ja, was sind das für Jungspunde, die wir da überall sehen? Wir haben es ja gerade schon gesagt, sind einige Spieler von der U19 dabei. Lars hat schon die Keeper angesprochen. Ansonsten ragte ein Luca Hirilainen heraus, 16 Jahre alt, 1,91 Meter groß, blonder Schlacks, in Helsinki geboren. Der ist aktuell in der linken Trainingsgruppe bei den beiden neuen Co-Trainern mit dabei. Sie sollen mal reinschnuppern. Markus Krösche hat ja auch gesagt, ich will auf jeden Fall ein paar Nachwuchskräfte vom Riederwald hochziehen. Da gibt es schon einige, die einen guten Eindruck hinterlassen haben. Auch Hirilainen gestern im Trainingsspiel extrem passsicher, extrem ballsicher, sehr ruhig auch an der Pille. Also ich glaube, das könnte gerade mit 16 Jahren wirklich einer sein, den wir vielleicht öfter hier im Stadtwald sehen. Ja, vor allem jetzt hier vorne ist auch, sind viele von den Jungen dabei, unter anderem Iro Rehre, der ja auch schon einen Profivertrag hat, aber auch Dario Gebur, 18 Jahre alt, auch Innenverteidiger wie Felix Iro Rehre, also beide jetzt hier in dieser jungen Gruppe dabei und außerdem auch der Torhüter Matteo Bignetti, 17 Jahre, auch er hier in dieser Jungspundgruppe mit am Start. So, Oliver Glasner jetzt hier nochmal ein kurzes Coaching. Also für jede Gruppe nimmt er sich entsprechend Zeit und erklärt, wie er es sehen möchte. Ja, Blanco, der ja übrigens, sorry? Ich wollte nur sagen, er erklärt es wirklich super detailliert. Ja, ne? Also ja, zeigt auch schon, was er da wirklich... Also Blanco, der ja übrigens auch nicht nur eine Spielberechtigung hat, auch eine lustige Situation, da ist der Schuh gerade hier verloren gegangen, tatsächlich. Das müsste Jan Schröder gewesen sein. Ja, so ist es der... Ja, sollte er vielleicht den Schuh ein bisschen enger schnallen. Ja, Fabio Blanco hast du angesprochen. Genau, Fabio Blanco, der übrigens nicht nur für die Lizenzspielerabteilung, also auch für die U19 spielen kann, rein theoretisch. Das nur zur Information. Nach dem ersten Auftritt gestern, haben ja schon viele schon gesagt, oh, also... ja, gleich ein Tor gemacht? Ja, ich bin da, wie gesagt, immer ein bisschen vorsichtig. Das hat man auch teilweise bei gestandenen Spielern gesehen, dass sie einfach auch Zeit brauchen. Nur mal beispielsweise auch ein André Silva hat in der ersten Saison auch ein bisschen Probleme gehabt hier und da und dann erst in der zweiten Saison dann richtig rausgefeuert. Ja, und Luka Jovic, genau das gleiche Spiel. Er war ja auch relativ jung, als er hierher gekommen ist, auch die erste Saison. Naja, noch nicht so viel, dann wurde er mal eingewechselt unter Niko Kovac. Aber dann immer mehr gezündet. Also gibt dem Jungen Zeit. Die Ansätze, glaube ich, sind gut. Das hat man gestern tatsächlich schon gesehen. Nicht umsonst wäre halb Europa hinter ihm her gewesen, aber ich glaube, man sollte noch nicht so viel Druck auf einen 17-Jährigen, der die Sprache hier noch nicht mal kann, der sich erstmal auch an alles hier gewöhnen muss, nicht so viel Druck drauflasten. Es zeigt aber auf jeden Fall, wohin die Reise bei den Transfers wieder gehen soll von Ben Manga. Das haben wir ja auch gestern schon angesprochen. Von den 4 Neuzugängen ist nur einer, das ist Christoph Valenz, älter als 20 Jahre, die wir bis jetzt getätigt haben. Ja, Ali Akman, Fabio Blanco und Diandra Mai, alle U20. Also wir wollen wirklich wieder in Werte investieren, in Nachwuchskräfte.
die uns auch auf lange Sicht voranbringen oder die man dann natürlich mit dem entsprechenden Gewinn weiterverkaufen kann. Ja, hört sich immer so ein bisschen an, als würdest du hier irgendwie über eine Ware reden, aber so ja, ist ja, es halt in diesem Business. Das wisst ihr ja auch. Ist klar, ja. Also wenn du keinen Investor hast so, oder keinen Riesensponsor, wo du, sag ich mal, mit dem Geld ein bisschen um dich herwerfen kannst, ja, dann musst du einfach so denken, dass du halt Spieler auch entwickelst und sie dann irgendwann halt auch weiterverkaufst. Natürlich bestenfalls behältst du sie bindest sie so im Verein ein, dass sie nie wechseln werden, aber das ist dann so ein bisschen, ja, ist der Wunschvater des Gedankens. Es ist leider so das Business, wie es ist. Oliver Glasner hat sich gestern auch beziehungsweise in seiner Antrittspressekonferenz natürlich auch zur Kapitänsfrage geäußert. Die steht ja auch noch im Raum. Mit Seppelrode fehlt heute einer der Kandidaten, so ein bisschen angeschlagen, wird nächste Woche wieder dabei sein im Training. Wir haben es eingangs schon erwähnt, hat einen Schlag abbekommen gestern. Ansonsten, ja, gibt es da einige Verdächtigen. Kevin Trapp, Martin Hinteregger, Makoto Hasebe, Oliver Glasner hat schon gesagt, das ist ihm tatsächlich aufgefallen, wenn er mit Wolfsburg in Frankfurt zu Besuch war, dass die Eintracht eine Mannschaft ist mit Typen, mit Spielern, die Ecken und Kanten haben. Also er sagt, es gibt da wirklich einige Ideen, die ihm im Kopf rumschwirren. Er will sich das Ganze ausführlich anschauen in der Vorbereitung und wird dann aber seine Wahl treffen. Also er ist kein Fan davon, von so einer flachen Hierarchie, wie wir es jetzt in der Rückrunde hatten, dass wir gesagt haben, okay, mal der, mal der. Das sind früher bei der E-Jugend, da hat sich der gemeldet, ja, heute darfst du. Genau, ja. Oder was heißt. Manche machen es ja auch so, dass sie es den Mannschaftsrat bestimmen lassen. Ne? Mhm. Da sagt Oliver Glasner ganz klar, nö, das ist meine Aufgabe, ja. Und das ist auch mein Recht, den zu bestimmen. Das ist mein verlängerter Arm. Er war ja auch ein Kapitän zu aktiven Zeiten, der, wie man hört oder wie man lesen kann, in der Halbzeitpause tatsächlich manchmal schon die Ansprache für den Trainer übernommen hat, wenn er das zugelassen hat, der das Trainer. Das ist ja tatsächlich aber, das, was man ja auch öfters mal hört von Trainern, die dann später sagen, ich wusste schon, dass der irgendwann mal Trainer wird. Also das ist, glaube ich, würde in dieser Situation auch zu Oliver Glasner tatsächlich passen. Ja, einfach Spieler, die schon ja früh ein Spiel lesen können, aber auch dann ja die Autorität besitzen, das auch teilweise dann anzusprechen. Ah, Oliver Glasner. Bravo, 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 super Spiel, super Kombination und lautes Klatschen vom Chefcoach. Ja, was auch auffällt, er sucht auch so ein bisschen den Körperkontakt, vor allem mit den jungen Spielern. Ja, will da vielleicht gleich zeigen, hey, ich bin für euch da, ihr könnt euch auch mal an mich wenden. Ja, will da gleich zeigen, da soll keine große Distanz herrschen, ist mir jetzt aufgefallen während der Einheiten. Beim Erklären hat er die immer mal wieder in den Arm genommen. Vielleicht dann auch so eine Art ja, Vaterfigur für die jungen Spieler. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Es gibt ja die verschiedensten Trainertypen. Wir haben es eingangs erwähnt. Oliver Glasner, ja, wir werden ihn in den nächsten Wochen noch genauer kennenlernen. Denn auch so eine Sache dazu, die tatsächlich ganz gut passt. Ich hatte Ihnen noch die Frage bei Handkäse Musik auch gestellt mit Kumpeltyp oder Autorität. Ah, okay. Da wollte er nicht so ganz. Ja, mal so. Da wollte sie, ja, ja. Also wollte nicht so ganz raus mit der Sprache, was jetzt so sein mehr. Also ich glaube dann vielleicht doch dann die Mischung. Also natürlich eine gewisse Nähe zum Spieler zu haben, aber dann auch wiederum eine gewisse Distanz zu wahren, um dann auch klar entscheiden zu können. Also bin gespannt, wohin sich das mit Oliver Glasner tatsächlich da entwickelt in diese Sache. Wir wollen auf jeden Fall euch die Chance ermöglichen, so viel mitzubekommen hier, wie es geht. Deswegen übertragen wir nach gestern auch wieder heute live. Und wir haben natürlich einen großen Sommerfahrplan, den wir uns auch einfach mal zusammen anschauen wollen, wie es denn so weitergeht. Es wurden ja schon einige Testspiele auch vereinbart für unsere Eintracht. Los geht's da mit dem ersten Testspiel am 10.7. gegen Wien Wiesbaden. 16 Uhr hier bei uns im Deutsche Bank Park. Auch dieses Spiel werden wir live übertragen bei Eintracht TV. Ja, sie verpasst da auf jeden Fall kein Testspiel. Da kriegt ihr alles live auf die Augen.
gesendet. Also jeder, der da dabei sein möchte, kann da dabei sein. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, dieses ein oder andere Testspiel dann noch ja, mit Zuschauern auszutragen. Das ist alles noch offen, das werden wir dann noch sehen, aber hier haben wir jetzt nochmal die genaue Übersicht. Also wie in Wiesbaden hast du schon angesprochen, danach den Test gegen den SV Sandhausen, dann dienstags, dann gleich der nächste Test, dann samstags. Und dann ist der große Tag, Samstag, mit Testspiel zur Saisoneröffnung im Deutsche Bank Park. Also praktisch die Generalprobe dann vor dem ersten Pflichtspiel, erste Runde DFB-Pokal. Das nochmal zur Erinnerung, am Sonntag dann also Auslosung. Da also Sportschau schauen, mal gucken, wo unsere Reise am ersten Spieltag in der ersten Runde, so rum, des DFB-Pokals hingeht. Losfee ja Thomas Broich, ne? Der ja auch eine ja, ganz junge Eintracht-Vergangenheit sozusagen hat, war ja in der vergangenen Saison Jugendcoach am Riederwald. Also diese ja, Trainingsübungen dann doch relativ ausführlich. Ne? Ja. Oliver also Glasner geht jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde, würde ich fast sagen. Die Trainings, das hat er uns mitgeteilt, die Vormittagstrainingseinheiten sind immer so auf 90 Minuten angelegt. Ja. Das denn heißt, nachmittags steht ja auch noch was auf dem Programm. Genau. Also mit ein bisschen weniger Ball ja. am Fuß dann. Also die meisten Spieler, das vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem inneren Kreis, in Anführungszeichen, die meisten Spieler bleiben dann hier auf dem Gelände. Nachmittagseinheit dann um 16 Uhr. Gut, ich meine, bis man hier unten ist, bis man dann geduscht ist, dann ist es dann, naja, kann das dann schon mal 1 Uhr werden. Ja, gestern war es dann noch ein bisschen später tatsächlich, dann 2. Das lohnt sich dann für die meisten gar nicht, dann nach Hause zu fahren. Der eine oder andere macht es dann trotzdem, hält vielleicht noch mal eine Dreiviertelstunde noch mal Mittagsschlaf. Aber auch das wird sich dann tatsächlich dann ändern, wenn in gut 2 Wochen die Mannschaft dann rüber ins Profi-Camp zieht. Noch ist sie im Stadion unten, da wo sie die ganze Zeit war, in den praktisch Heim- und Auswärtskabinen zusammen. Und sind dann noch, haben da ihre ganzen Utensilien, aber in 2-3 Wochen ist das Profi-Camp fertiggestellt für die Lizenzspielermannschaft und sie zieht dann rüber und dann ist praktisch, haben sie die besten Bedingungen, die man überhaupt nur vorfinden kann, also da wird es dann auch noch mal ein paar Videos von Eintracht TV bezüglich des Umzugs geben, also da gibt es dann Sauna, dann gibt es dann einen Riesenkraftraum, der unfassbar groß ist, da gibt es dann einen Kinoraum, einen Unterhaltungsraum, also dann ist die Infrastruktur wirklich hochprofessionell und auch Schlafkabinen für die Spieler, also die gehen dann vom Trainingsplatz runter, gehen dann duschen und können sich dann oben in ihr Bettchen legen und gehen dann wieder runter und kriegen dann was zu essen und dann gehen sie wieder auf den Platz und dann steht die Nachmittagseinheit an. Also das ist wirklich ein ganz, ganz neuer Luxus, den unsere Spieler dann zeitnah erfahren werden. Das ist natürlich auch wichtig, wenn du in der Vorbereitung kein Trainingslager einlegst, wo du dann quasi auch so ein bisschen die Einheit beschwörst normalerweise, ja, ja. Ne, mit irgendwie Rafting-Touren oder wenn du dich dann irgendwie abseilst und gegenseitig sicherst, ne, was so ein bisschen den Teamgeist fördern soll. Wenn du die komplette Vorbereitung hier zu Hause hast, dann musst du natürlich auch irgendwie gucken, ja, dass du die Truppe so als Einheit formst. Gerade für die Neuzugänge ist das dann natürlich wichtig, dass man dann vielleicht auch einfach mal den ganzen Tag miteinander verbringt. Weiß nicht, was da noch geplant ist. Vielleicht noch als Teambuilding-Maßnahmen wird da bestimmt noch was eingestreut. Ja. Das werdet ihr dann alles mitbekommen. So, jetzt ist die erste kleinere Unterbrechung in dieser Trainingseinheit. Es gibt eine kleine Trinkpause. Vielleicht werden wir jetzt mal sehen, dass einzelne Gruppen getauscht werden. Oliver Glasner jetzt hier in ganz engem Austausch mit Gonzalo Paciencia, der ja auch nach seiner Leihe wieder zurück ist bei uns in Frankfurt. Gestern gleich das allererste Tor markiert. Er ist im Trainingsspiel. Der erste Torschütze, das ist der Trainingseinheiten in der Saison 21/22. So, also der erste, du hast ja angesprochen, der erste Teil des Trainings ist also jetzt absolviert. Apropos Teil, wir haben ganz schönes Teil aufgenommen, im Podcast nämlich, mit Gerre. Dem einen oder anderen dürfte dieser Mann was sagen. Ja, dem einen oder anderen Fan ist ja bekannter Sänger, hat seine großen Auftritte in den DFB-Pokalfinals gehabt, als er die Kurve eingestimmt haben. Und wir haben einen kleinen Teaser für euch gebaut, dass ihr vielleicht ein bisschen Geschmack drauf bekommt, euch diesen Podcast euch mal anzuhören, denn der ist schon eine coole Socke.
2018 war dann irgendwie 5 Sekunden, bevor es losging, ging bei mir gar nichts. Bei der Probe ging alles komplett schief. Da war ich schon auch sehr nervös. Wir haben ja schon große Festivals gespielt vor mehreren 10.000 Leuten, so, aber das war was, also da über den Platz zu gehen zur Kurve, da haben mir so die Knie geschlottert irgendwie. Also diese 3,5 Minuten oder wie lang das Lied geht, das ist halt einfach so ein Feeling, unvergesslich. Wir haben uns dann im Vorfeld auch mit dem Herrn Reschke getroffen und mit jedem Äppler wurden die Ideen immer skurriler, was man denn jetzt noch toppen könnte und machen könnte. Also einer meiner Ideen war, mit der Limousine reinzufahren und dann steigen erst die Ehrenspielführer aus, ne? Krabi, Hölzenbein und der Charlie und winken dann in die Kurve und wir kommen dann als Band irgendwie aus der Limousine raus. Also wir haben da schon ziemlich viel rumgesponnen, was man noch ändern könnte, hätte anders machen können. Da war immer so 2018, wie toppt man das jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung. Ja, also wer das gute Stück mal anhören möchte, überall wo es Podcasts gibt, unter anderem auch bei Spotify, kann das sich mal reinziehen. Podcast gibt es ja so knapp einem Jahr, produzieren wir den, da sind unter anderem auch Spieler schon da gewesen, wie beispielsweise Kevin Trapp, ein Armin Younes oder ein Sebastian Rode. Auch die könnt ihr noch nachträglich alle noch durchheuern und bestimmt wird auch Oliver Glasner irgendwann mal da am Mikro sitzen beim Podcast. Sportvorstand Markus Krösche war schon dabei. Ganz interessante Folge, fand ich. Ja. Hat er unter anderem erzählt, dass er eine Wohnung in Bockenheim, also im alten Studentenviertel, gefunden hat. Das ist auch natürlich dann ein großer Unterschied zu seinem Vorgänger Freddy Bobic. Also er wird nicht im Hotel bleiben. Er hat gesagt, er braucht seine Couch, ja, seinen Platz zum Lümmeln, wo er mal Netflix schauen kann. Sehr bodenständiger Typ, hat mir auch sehr gut gestern gefallen bei dir im Interview. Man merkt, das ist echt, ja, einfach ein netter Zeitgenosse. Mhm. Also sofort auch den Eindruck gehabt, auch wir haben schon mit ihm ein Handkäse mit Musik direkt mal aufgenommen. Auch da super, super locker, sofort gesagt, ja, sagt du, ja, also ich bin der Markus, also auch da kaum, wie du sagst, sehr bodenständig irgendwie kam er sofort rüber, viel gelacht und ja, da hat er auch das ein oder andere, die lustige Anekdote, dass er zum Beispiel auch schon Apfelwein getrunken hat, ja, weil er sehr oft mit seinen Eltern in der Nähe von Melsungen zu Besuch war und ja, auch da auch schon das ein oder andere Hessische mitbekommen hat. Also auch da schaut mal rein, YouTube, mein Akelia, die App oder auch Eintracht TV, könnt ihr euch das noch nachträglich anschauen. So, jetzt haben wir den nächsten Teil. Jetzt wird es auch an eine Spielform gehen. Großer Kreis und der Trainer hat das Wort. Tor ist aufgebaut worden. Auch da ist wer vorangeschritten. Kann natürlich nur Makoto Hasebe sein. Ne? Also mit seinen 37 Jahren ist er immer noch der, der voranschreitet. Selbst wenn es darum geht, einfach nur das Tor fürs Trainingsspielchen aufzubauen. Das zeigt, was für ein Typ auch Makoto Hasebe ist. Es gibt Profi durch und es gibt keinen, der mehr Profi ist als Makoto Hasebe. Wahnsinn. Also wenn man morgens durch die Mixzone schlendert, liegt einer schon da und macht seine Bewegungen auf der Black Roll. Das ist Makoto Hasebe. Auch heute, ne? Gestern haben wir noch, ich habe noch gestern darauf geachtet, Armin Younes war gestern der Erste hier auf dem Platz. Heute war es Makoto Hasebe. Ja. Also Tore sind auf dem halben Spielfeld jetzt aufgebaut. Es wird allerdings trotzdem 3 kleine Gruppen geben. Das haben wir gestern schon gesehen. Da hat Oliver Glasner dann das schnelle Anlaufen geübt in genau der gleichen Gruppenkonstellation. Wollen wir mal sehen. Wir sehen auch weiterhin hier Stefan Gödde, der Fabio Blanco hier gerade nicht von der Seite gewichen ist. Also für den jungen Spanier übersetzt er hier in Echtzeit sozusagen die folgenden Übungen von Oliver Glasner. Wir sind gespannt. Und wir haben jetzt 4 Teams sogar. Gelb, Blau, Rot und Weiß. Blau nur 3 Leute sind. Genau, also, ja, 2 Torhüter gehen ins Tor. Genau, wollen wir mal gucken, was hier gleich passiert. Weiß schaut, glaube ich, erstmal nur zu. Sieht zumindest so aus, oder? Ne? Mal schauen.
ganz rechts der hochaufgeschossene Felix Irorere, der junge Jungspund Innenverteidiger. Lars hat ihn schon angesprochen, extrem hoch aufgeschossen in seinen jungen Jahren. Und direkt daneben, das ist Martin Daxel, den wir vorhin schon angesprochen haben, auch neues Staff-Mitglied, der Potenzialtrainer, der den Jungs ja, den Spaß vermitteln soll. Wir haben es vorhin schon gesagt, so ein bisschen was wie ein Mentalcoach, sein Credo, der Spaß ist unser Treibstoff zum Erfolg. Also Oliver Glasner will nichts dem Zufall überlassen in der kommenden Spielzeit. So, also 6 gegen 6 auf jeden Fall in diesem Spielfeld oder mit den Torhütern 7 gegen 7. Die zwei Blauen sieht nach zwei Neutralen zumindest in dieser Phase aus. Mhm. Mal gucken, ob das so sein wird. Und ja, die anderen, die unten mit dem Weiß, hier am Bildschirmrand, die pausieren. Die werden wahrscheinlich dann beim nächsten Durchgang dazukommen. Und direkt wieder unterbrochen. Ne? Ja. Keine Minute gelaufen. Da war gerade Ali Akman im Duell mit Makoto Hasebe. Hat dann den Ball zurückgespielt zum eigenen Torhüter. Und Oliver Glasner unterbricht, weil er wahrscheinlich sagt, nee, das will ich so nicht. Ich will, dass wir das irgendwie nach vorne gelöst bekommen. Spricht jetzt auch mit Evan Dika, dem Mitspieler von Ali Akman, in diesem Trainingsspiel, in dieser Trainingsform. Will also nicht, dass Akman den Ball zurück zum Torhüter spielt, sondern will, dass er den direkten Mitspieler sucht, damit es gleich wieder in nur eine Richtung geht, und zwar Attacke nach vorne in die Offensive. Schusschance Ali Akman. Schade. Trifft nur den Pfosten, da wird es nochmal heiß. Hat eine Ache direkt unter Druck gesetzt. Oh, schöne Bewegung von Ragnar Ache. Oh, schade. Also die Bewegung war sensationell, schießt dann mit dem linken Fuß am Pfosten. Ja, das ist dieses vorbei. Explosionsartige, was wir vorhin angesprochen haben. Super Ball, kam da gerade von außen reingerufen auf Philipp Kostic. Der Pass auf Amin Younes, aber dann ein bisschen zu fest gespielt. Christopher Lenz jetzt hier am Ball, der Neuzugang von Union Berlin auf Ache. Aber da ist Rodrigo Salazar dazwischen. Jetzt hier im gelben Leibchen am Ball, der Rückkehrer, der diese beeindruckende Spielzeit beim FC St. Pauli gespielt hat. Die Hamburger, der Zweitligist, hat gesagt, wir würden ihn gerne noch ein Jahr behalten. Aber Oliver Glasner und Markus Krösche, die haben gesagt, nee, nee, Junge, du läufst mal hier schön auf am 1. Juli zum Trainingsstart. Ich schau mal, ob das für die Bundesliga auch schon reicht. Und wenn nicht, gibt es ja immer noch die Option, vielleicht doch nochmal in St. Pauli aufzuschlagen. Aber er wird seine Chancen bekommen. Da bin ich mir relativ sicher, in den Testspielen. So, jetzt übrigens die Weißen jetzt mit drin. Unter anderem mit Almami Touré und mit Danny Da Costa und Gonzalo Paciencia. Also kurze Intervalle, wahrscheinlich nur 2-3 Minuten gegeneinander und dann werden die Teams gewechselt. Wir befinden uns wahrscheinlich schon im letzten Drittel des Trainings tatsächlich. Die mittlere Form war sehr lange und auch intensiv. Die kurzen Bewegungen direkt schon. Das wird man nach einem Tag, wo man auch schon zweimal trainiert hat, auch das stecken die Profis natürlich nicht einfach so weg. Also das ist, weiß man vom Trainingslager und das weiß man auch von den Gesprächen. Also einmal Training ist für die meisten kein Problem, aber zweimal Training und das auch nach der langen Phase. Das ist schon anstrengend. Ja, auch dieses Gefühl für den Ball. Ne? Also dass man denkt ja immer, Mensch, das sind Fußballprofis, das können die ja nicht verlernen über die paar Wochen Sommerpause. Naja, das stimmt nicht ganz. Also dieses Gefühl für den Ball ist ja auch ein neuer Ball, den haben wir gestern schon ausführlich besprochen. Lars hat schon gesagt, wie wunderschön er den gelungen findet von der Optik her, der neue Derby-Star-Ball. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, auch wieder eingrooven. Einfach. Ja, auch vor allen Dingen bei dem Tempo, was die Jungs natürlich spielen.
Spielen. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel einen Passzyklus sieht, wo die sich die Bälle hinkloppen, so festschießen wir manchmal nicht, so eine Passschärfe haben die drin. Definitiv. Und da brauchst du dann schon jede Menge Gefühl im Fuß, dass das Ding dann trotzdem ruhig bleibt und du ihn mit zwei Kontakten irgendwie weiterspielen kannst. Aber wo zwei Kontakte, die nutzt gerade Philipp Kostic, wollte ich sagen, aber sein Schuss auf die lange Ecke dann doch zu ungenau. Also fliegender Wechsel jetzt zum ersten Mal rot draußen und weiß also gegen die gelbe Crew mit Armin Younes. Schön, Danny da Costa, tolle Flanke und Gonzalo Paciencia nutzt die Chance nicht. Also Tore sehen wir noch nicht bisher, aber viele ausgelassene Chancen in diesem Trainingssegment. Immer wieder die Zwischenfragen von euch auf YouTube oder auch in der Meiner Kieler App, Eintracht TV, wo auch immer ihr streamt. Hier wird zum Beispiel gerade gefragt, wer ist der große Blonde in Blau? Wir haben es vorhin schon mal gesagt, einige Spieler aus dem U19-Kader sind ja mit dabei. Das ist Luka Hyrileinen, 16 Jahre jung, 1,91 Meter groß. Also der sticht da schon aus der Masse hervor. Und ja, ich habe es auch gestern schon angesprochen. Letzte Saison war er noch bei den B-Junioren am Riederwald am Start. Habe da mal ein Spiel kommentiert von den Jungs. Das ist ein extrem eleganter Spieler. Sehr passsicher, sehr ballsicher, sehr ruhig am Ball. Könnte mir vorstellen, dass das ein Typ ist, der unserem Chefcoach Oliver Glasner gefällt, der vielleicht öfter mal hier im Deutsche Bank Park reinschnuppern darf. Ja, natürlich auch für die Jungen eine super Gelegenheit, einfach vielleicht auch tatsächlich mal ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, wer sich hier gut schlägt. Ja, auch wenn der Kader noch von der Eintracht relativ groß ist, hier haben wir übrigens Luka Hyrileinen im Bild. Ja, aber da auch einfach um Eindruck hinterzulassen und wenn mal wieder eine Länderspielpause auch ist, die ja kommen wird, Tor, eben gerade schönes Tor, schöner Pass von Christopher Lenz, Vorarbeit und verwandelt vom anderen Neuzugang von Ali Akman. Aber noch den Gedanken noch zu Ende zu bringen. Also wenn mal Länderspielpause ist, da ist auch immer wenig los, ja, weil viele unterwegs sind und auch da natürlich dann mal wieder reinschnuppern zu dürfen oder sogar vielleicht öfters reinschnuppern zu dürfen, so wie es dann Elias Börtner dann letzte Saison gemacht hat, der übrigens nicht mit dabei ist, weil er wegen Verhandlungen aufgrund einer möglichen Leihe freigestellt ist. Das nur, wer unser junges Talent vom e.V. vermisst. Also da mal sehen, wohin sich diese Reise entwickelt. Ali Akman mit der Chance aufs zweite Tor. Was macht er draus? Schnibbelt ihn da, aber Felix Iorere hat aufgepasst, klärt diesen Schussversuch. Also Ali Akman, das hat man auch schon in der vergangenen Spielzeit gesehen, wo er schon viel mittrainiert hat. Schöner Schussversuch, aber auch gut gehalten von Vignetti. Ja, es ist jetzt kein Stoßstürmertyp, dafür ist er natürlich auch viel zu klein, aber es ist einer, der ja gerne auch mal hinter den Spitzen spielt oder auch mal auf die Außen ausweicht. Also ist ein vielseitiger Typ, kann sowohl auch 1 gegen 1 als auch im Abschluss. Also bin wirklich sehr gespannt, wie sich Ali Akman in dieser Spielzeit schlagen wird. Ist auf jeden Fall extrem umtriebig auf dem Platz. Ja. Das hatten wir auch gestern schon gesehen im Trainingsspiel. Also er fordert unglaublich häufig den Ball und weicht immer wieder auf alle Positionen aus, links, rechts, in der Mitte zu finden. Also man merkt ihm an, er ist extrem motiviert. Mhm. Der junge Mann aus Bursaspor. So, jetzt wieder fliegender Wechsel der Teams. Und ihr kennt das Spiel, Oliver Glasner moniert genau das direkt an, was ihm nicht gefallen hat. So. Nächster Durchgang, Gelb gegen Weiß. Das ist Fabio Blanco, hat gestern schon ein Tor erzielt. Genauso wie Gonzalo Paciencia. Gestern übrigens dann das Trainingsspiel 1:1 ausgegangen. Wird dann quasi per Elfmeter ausgeschossen, der Sieger. Schöner Flankenwechsel jetzt hier von Salazar rechts auf Erik Durm. Und das ist Jan Dramay gerade gewesen, der den Ball aufgenommen hat. Vorhin schon ein bisschen was über ihn erzählt. Stammt aus dem Nachwuchs. Ist der Talentschmiede des VfB Stuttgart. Kann hier diesen Schuss von Gonzalo Paciencia entschärfen.
Kam dann über den Umweg Heidenheim schlussendlich jetzt zu unserer Eintracht. Jan Zimmermann hält große Stücke auf den Nachwuchskeeper, sagt, ich habe seinen Weg sehr lange beobachtet und bin extrem von ihm angetan. Er also ja, eventuell die Nummer 3, vielleicht sogar die Nummer 2 in der kommenden Saison. Wir wissen es noch nicht genau. Das wird man natürlich sehen, auch was mit Frederik Renaud passiert, dass er natürlich mit der Gesamtsituation als Nummer 2 jetzt nicht unbedingt zufrieden ist, ist auch klar, dass er spielen möchte. Hat es ja in Schalke auch nicht wirklich geschafft, 11 Spiele dort. War eine schwierige Situation, mehrere Trainerwechsel für Frederik Renaud. Die meisten haben sich dann für die in Anführungszeichen sichere Variante entschieden, Ralf Fährmann, der den Verein kannte. Wobei man sagen muss, Frederik Renaud, wenn er gespielt hat in der Zeit bei Schalke, hat er sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Also da hat man das Potenzial des dänischen Keepers schon gesehen, aber eins ist auch relativ klar, ich glaube, das wird sich auch unter dem neuen Trainer Oliver Glasner nicht ändern, dass Kevin Trapp hier ja die Eins beziehungsweise auch vielleicht sogar Kapitän ist. Das ist auch ja so eine Sache, also Führungsspieler, das glaube ich, kann man ihm nicht absprechen, relativ klar, und dass an ihm der Weg schwer vorbeizukommen wird, das ist auch klar. Timmy Chandler, der sich mal was zutraut. Gut pariert, zweimal von Dian Dramay. 1,89 groß. So, Ragnar Ache im Duell mit Makoto Hasebe. Die beiden haben es so ein bisschen untereinander ausgemacht, wer jetzt als letztes dran war, und am Ende gewinnt der ältere Makoto Hasebe. Nochmal kurz zerschmitzt gelacht und dann gesagt, so, also den lasse ich mir nicht nehmen. Was Makoto sagt, ist hier gesetzt auf diesem Trainingsplatz. Ja. Schöne Ball geholt, ja, von Amin Younes. Hat er den Braten gerochen, einen Zentimeter da am Pfosten vorbei. Und da gibt's den Wechsel bzw. eine kurze Trinkpause für unsere Jungs. Ja, wenn wir auf die Uhr gucken, 72 Minuten haben wir jetzt auf dem Tacho, also Ewigkeiten wird die Einheit wahrscheinlich nicht mehr gehen. Das ist auch tatsächlich auffällig, ist mir vorhin auch schon, Oliver Glasner hat immer einen Zettel dabei, also hat sich da dann wahrscheinlich die Einheit dann vorgeskriptet, wo er weiß, naja, die Gruppe geht dahin, die Gruppe geht dahin, dann das. Also, da ist er noch ein bisschen wie Ewald Nien. Genau. Zettel Ewald. Ja. Und nur, dass er nicht draufschreibt während der Trainingseinheit, sondern nur draufschaut, um durch die Trainingseinheit zu kommen. Natürlich wird auch alles von der Videoanalyseabteilung unserer Eintracht mitgefilmt, also wer hier jetzt live dabei wäre, der würde extrem viele Kameras rund um den Trainingsplatz sehen. Wir sind mit 3 vertreten. Und dann gibt es noch, ja, du hast es vorhin schon gesagt, 2 neue Videoanalysten, die vom Riederwald rübergekommen sind. Da ist Oliver Glasner auch ein großer Fan von, lässt fast jede Trainingseinheit mitfilmen. Das kennt man ja so, das ist in den letzten Jahren Mode geworden, so ein bisschen aus dem American Football eigentlich, dass da wirklich alles aufgebröselt wird, jede einzelne Szene wird da studiert und dann wird das natürlich auch in den Mannschaftsbesprechungen mit einfließen, dass Oliver Glasner dann hier zeigt, ihr müsst hier in den Raum rein, da müsst ihr direkt ins Umschaltspiel kommen, hier müsst ihr anlaufen. Jetzt sehen wir, dass er hier nochmal gerade. Was ja auch um da nochmal kurz anzuschließen, was ja auch mittlerweile eine große Veränderung tatsächlich ist, dass die Co-Trainer auch hier Headsets aufhaben. Richtig. Und dann teilweise mit den Analysten, die oben sitzen, beim Spieltag dann verbunden sind, um dann direkten Kontakt zu haben. Hier, ich sage jetzt mal, wenn sie über links kommen, hinterläuft immer der Linksverteidiger, um versuchen, da Doppelsituationen zu schaffen oder Überzahl zu schaffen. Passt da auf, so nach dem Motto. Also wirklich. Und dann ist es auch so, dass die Analysten teilweise dann 3-4 Minuten, bevor die Halbzeit ist, dann runtergehen und dem Trainer dann direkt im Endeffekt ihre Erkenntnisse, die sie in der ersten Halbzeit gewonnen haben, versuchen mitzuteilen. Was der Trainer dann daraus macht, ist dann eine andere Sache. Ich glaube, der eine oder andere ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen näher
ein Bild zum Beispiel, das mir auch sehr eingebrannt ist, ein ehemaliger Analyst von uns, der Sohn von Daum, der bei Leverkusen war mit Peter Bosch, die haben sehr oft immer zusammengehangen. Das ist so ein Bild, was mir so ein bisschen eingeprägt hatte. Also da hat man auch gesehen, wie eng eine Zusammenarbeit zwischen Analyst und Trainer sein kann. Vielleicht der eine oder andere Trainer legt dann vielleicht nicht den großen Wert drauf, ja, aber der eine oder andere Trainer dann schon. Und Oliver Glasner hat es ja schon gesagt, glaub schon, dass er da auf alle Fälle seine Vorteile draus ziehen möchte. Gibt ja tatsächlich dann auch die Möglichkeit, direkt in der Halbzeitpause schon Szenen auch in der Besprechung zu zeigen. Ja, ja, ich weiß, da war das ein guter Freund von mir, ist großer, glühender Anhänger von Real Madrid. Die haben das schon wirklich vor vielen, vielen Jahren gemacht. Da hat er das schon erzählt, dass die quasi in der Halbzeitpause, in der Ansprache die Szenen zeigen, die von oben aufgenommen wurden. Und ja, so macht das natürlich auch 2021 Eintracht Frankfurt. Auch sehr interessant, eben gerade die Mannschaft, die ein Tor kassiert, muss den Platz verlassen als Strafe. Also, richtig so. Also die waren eben gerade gefühlt... Sollen sich anstrengen. 20 Sekunden auf dem Feld, Team Rot hat dann gleich ein Ei kassiert und ja, und dann mit betröppelter Miene dann den Platz verlassen. Also ein bisschen Bestrafung. Ich weiß nicht, ob es vorher auch schon war, ist mir zumindest nicht aufgefallen, aber jetzt... sieht es zumindest stark danach aus. Tja, Rodrigo Salazar. Guter Ballgewinn von Paciencia. Rot. Gibt keine Dreifachbestrafung mehr, Daniel. Dreifachbestrafung sogar. Ja, Sperre. Rote, ja, rote Karte und Elfmeter. Sperre fürs nächste Training. Ja, ja, genau. Du bist raus. Heute nur laufen. So, Gonzalo Paciencia darf den Elfmeter selbst schießen und verwandelt ihn links unten gegen Dian Dramay. So, siehst du? Und gelb. Kriegt Dudu, muss raus. Also auch heute. Paciencia trägt sich in die Torjägerliste ein. Ragnar Ache lauert da vorne immer wieder. Das war jetzt so ein schöner Pass von Jiri Leinen auf Fabio Blanco auf der rechten Seite. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es wird noch einige weitere Livestreams geben von uns. Ja, also da haben wir einiges geplant, um euch durch die Vorbereitung so gut es geht mitzunehmen. Wir haben es ja auch schon angesprochen, dass ihr vielleicht auch bald wieder mit dabei sein könnt. Das können wir aber natürlich noch nicht versprechen. Aber was wir versprechen können, ist nächste Woche 2 Livestreams. Dienstag 6.7. und Mittwoch 7.7. Und dann auch noch ja, das Testspiel ebenfalls live am Samstag 10.7. gegen den SVW in Wiesbaden um 16 Uhr hier aus dem Deutsche Bank Park. Also wenn das kein Programm ist, dann weiß ich nicht. Trainingseinheiten dann von Montag bis Samstag tatsächlich. Also fast jeden Tag 2 Einheiten. So sieht mal das Programm aus. Montag, Samstagmorgen dann sogar auch eine lockere Warmach- oder ja, Anschwitzeinheit und dann abends das Testspiel. Und Sonntag ist dann frei. Also die Jungs haben eine knackige 6-Tage-Woche tatsächlich in der Vorbereitung. Willkommen beim Profis. Na, also, ich muss sagen, Jiri Leinen, der... Du bist ein kleiner Fan von Sami Hyypiä Junior, ne? Ja, er gefällt mir echt sehr gut, wie er so extrem unaufgeregt da über den Platz läuft. Meistens einen Ballkontakt, spielt kluge Pässe. Ich finde, der ist schon ziemlich weit für einen 16-Jährigen. Also von der Körpergröße auf jeden Fall. Ja, ist eine Wahnsinnskonstitution für dieses Alter, wenn der einem vor einem steht. Er versucht hier Philipp Kostic einzusetzen, aber der Braten gerochen. Ali Akman und Ragnar Ache jetzt bei Team Rot zusammen da vorne drin. Da ist Akman und da hat man seine Abschlussqualitäten gesehen vom türkischen U.
Nationalspieler, der mal mit Zopf und mal mit offenen Haaren spielt. Kennen wir irgendwoher? Mhm. Gab es doch schon mal hier so einen Mann mit Zopf. Echt? Und ja, der, wir haben es vorhin schon gesagt, Alex Meyer ist ein großer Ali Akman-Fan, der schon in der Schlussphase der vergangenen Saison, ihr habt es ja mitbekommen, Ali Akman trainiert ja ungefähr schon ein knappes halbes Jahr hier mit bei uns in Frankfurt, war allerdings noch nicht spielberechtigt, aber im Training hat er schon die eine oder andere Duftmarke hinterlassen. Oh, schöner Ball von Akman. Ball auf Lenz. Ja. Also, der junge Türke, der spielt sich hier in den ersten beiden Tagen auf jeden Fall in den Vordergrund. Schönes Tackling von Timothy Chandler. Ja, gibt keine Ecke. Ballbesitz dann wiederum für Weiß. Christopher Lenz hat übrigens nochmal betont in seiner Pressekonferenz gestern, dass er ja zwei Anknüpfpunkte hat hier bei der Eintracht, und zwar Amin Younes und Gibi Sow. Die kennt er noch aus der gemeinsamen Zeit in Gladbach, hat über Amin Younes gesagt, Mann, das ist einfach eine Frohnatur. Ist er wirklich so, tatsächlich? Ja, der macht einem immer gute Laune, ja? Und ist natürlich so als Neuzugang immer nicht schlecht, wenn man schon mal zwei Spieler hat, mit denen man schon mal gemeinsam gespielt hat, wo man so ein bisschen weiß, okay, wie ticken die, dass man einfach nicht in so ein völlig neues Konstrukt kommt. Das ist ja auch so eine Typenfrage, ja, die einen können das besser, die anderen sind vielleicht ein bisschen verschlossener am Anfang. Auch dafür ist ja diese Sommervorbereitung gut. Stichwort Teamgeist, wir haben es vorhin angesprochen. Ja, bald gibt es den Umzug ins Profi-Camp. Und das war eine schöne Aktion von Momo Mohamed Damar, der auch in der vergangenen Saison noch bei den B-Junioren gespielt hat. Jetzt für die A-Jugend eingeplant ist mit seinen zarten 16 Jahren. Nein, 17 ist er mittlerweile. Ja. Ja. Hat letzte Saison ist er nach Frankfurt gekommen. Ähnlich wie Christopher Lenz, ist auch so ein Berliner Jung. Hat sein gesamtes bisheriges Leben dort verbracht und ist jetzt das erste Mal aus seiner Komfortzone raus, ist nach Frankfurt gewechselt, hat aber gesagt, er und sein Papa, die haben da zusammengesessen zu Hause und haben wirklich nicht lange überlegt, als die Anfrage kam. Gemeint, er kam dann einmal hierher, hat sich den Riederwald angeguckt und da stand dann für ihn fest, das ist das, was ich will. Ich kann es verstehen. Wer nicht? Auch wenn er hier an Stadtwald natürlich die etwas entspanntere Anfahrt hat als an Erlenbruch. Das kennen wir auch alle. Den Stau im Berufsverkehr. Oh ja. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir euch auch nach Trainingsende noch ein kleines Interview zur Verfügung stellen können. Das sieht gut aus, ja, dass wir einen Spieler noch gewinnen können. Gestern war ja direkt der Cheffe bei uns. Oliver Glasner war ja direkt nochmal bei Lars unten am Pult. Hat nochmal gesagt, ja, dass er sehr zufrieden war mit dieser ersten Einheit, mit den ersten Eindrücken, die er von der Mannschaft hat. Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man die Jungs dann persönlich sieht. Danny da Costa jetzt hier. Der frisch gebackene Papa ist ja vor einigen Wochen das erste Mal Vater geworden. Mhm. Matteo, ne, heißt er? Richtig. Jawohl. Also, der hat zusätzlich zu den Athletikeinheiten auch noch die schlaflosen Nächte zu Hause, obwohl, wir haben ihn gerade mal gefragt, noch hält sich's wohl in Grenzen, also sieht noch gut aus. Noch schläft er durch, ja, der Kleine. Ja, Papa Riege momentan gut wieder am fluktuieren. Erik Durm, übrigens erwartet auch noch
ein Baby in den nächsten Wochen, beziehungsweise seine Frau. Also auch da Nachwuchs bei unserem Außenverteidiger. Rodrigo Salazar. Ja, was für eine Position könnte er einnehmen bei unserer Eintracht? In Pauli hat er immer sowas zwischen der 6 und der 8 gespielt. Ja, die haben Raute teilweise tatsächlich gespielt in St. Pauli im Mittelfeld, was ihm natürlich jede Menge Optionen bietet, weil du dann links, rechts oder halt auch auf der 10 spielen kannst. Genau, hat auch mal auch als hängende Spitze gespielt tatsächlich, noch ein Stückchen weiter vorne. Nehmen wir mal das aktuelle System oder das letzte System, was die Eintracht gespielt hat, mit einem echten Stürmer und so zwei Hängenden, ja, also wo oft Younes und Kamada gespielt haben. Das wäre so eine Position, die ich ihm zutrauen könnte. Aber ganz ehrlich, vielleicht wird es auch ein 4-2-3-1, dann hast du auch wieder Positionen, wo er eigentlich den Rechtsoffensiven oder den Linksoffensiven spielen könnte oder auch auf der Zehnerposition. Oder sogar vielleicht noch eins weiter nach hinten, dann wirklich auf der Doppel-6 mit... Keine Ahnung, Zeppelrode, GB Soul, ja, also das da ist natürlich die Konkurrenz natürlich ja, sehr ja, groß. Ja, ja. Also ich denke, dass gut, Makoto Hasebe hast du ja schon genannt, dann kommt noch ein Aydin Rustić dazu, GB Soul. Also da ist schon jede Menge Betrieb. Wird sich alles herauskristallisieren in den nächsten Wochen. Ja. Wir haben es eingangs erwähnt, Markus Krösche will den Kader ja definitiv noch verkleinern. 23 Spieler plus Nachwuchskräfte. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch für alle Spieler, die wir jetzt hier sehen, du musst ab dem ersten Tag Vollgas geben, weil du könntest rein theoretisch auch auf der Abschlussliste natürlich landen. Und eins ist auch klar, jeder unter jedem neuen Trainer gibt es dann auch wieder neue Chancen. Das sieht man immer wieder im Profifußball. Wenn der Trainer wechselt, dass auf einmal Leute, die vielleicht vorher ja, hinten dran waren, auf einmal wieder spielen und andere, die eigentlich unter dem alten Trainer vielleicht gesetzt waren, dass die dann wieder rausrotieren. Mal gespannt. Natürlich auch, du hast es angesprochen, einen Danny da Costa, der sich unter dem neuen Coach Oliver Glasner jetzt wieder Hoffnung macht, wieder in die Mannschaft reinzurutschen. Naja, auch dabei ja zu hören, dass Mainz ihn gerne noch weiter... Ja. gesehen hätte im 05er Trikot, aber er selbst und auch die Eintracht hat gesagt, ne, wir wollen mal gucken, eigentlich er ist ja Frankfurter, er ist bei der Eintracht unter Vertrag. Ja? Ja, ja, ja. Also deswegen wollen wir definitiv ihm die Chance geben, hier sich in der Vorbereitung zu präsentieren. Klar, auf seiner Position gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht so ein Glasner. Also das, was er zuletzt in Wolfsburg gespielt hat, war er Viererkette. Ja. Hätten wir natürlich schon ziemlich viele auf dieser Position. Mit Danny da Costa, mit Erik Durm, mit Timothy Chandler. Mit Mami Touré noch. Kann man zumindest da noch in dieser Riege noch. Ja. Haben wir 4 Rechtsverteidiger. Ja. Ja. Dabei wird es bestimmt nicht bleiben. Ja. Also die Prognose, das die können wir schon mal stellen. Ja, das wäre zum Beispiel... Ja, musst du dann gucken. Also Timothy Chandler hat seinen Vertrag erst verlängert. Das wäre, glaube ich, keiner, der irgendwie... den Verein verlassen würde. Alles noch Zukunftsmusik. Da muss dann Oliver Glasner und Markus Krösche sich damit beschäftigen, müssen dann überlegen, wer dann dem Verein dann noch weiterhelfen wird und wer nicht. Als hätte er uns gehört. Schöner Diagonalpass hier gerade auf Gonzalo Paciencia. Hat er nicht mehr ganz bekommen, unser Portugiese. Klar, da ist natürlich dann auch so die Frage, was passiert davor, ne? In der vergangenen Saison. Klar, da gab es unsere Viererkette nicht, die war nicht existent, weil wir einfach auch nicht das nötige Spielermaterial dafür hatten. Ja, da sind wir wieder bei Christopher Lenz. Schöne Bewegung von Blanco eben gerade, sorry. Sieht dann noch einmal Mami Touré, der Abschluss zu schwach. Wenn wir jetzt die Viererkette spielen würden, wäre natürlich auch die Frage, wer spielt den defensiven Part wirklich in der Viererkette? Wow. Wer spielt davor? Tut mir leid, dass ich nochmal nee, ja. Aber Philipp Kostic hat hier gerade eben gerade mal ganz kurz einen eingeschweißt vom Allerfeinsten. Ja, grinst da auch so ein bisschen, unsere serbische Maschine, weißt du? Jungs, habt ihr gesehen? In Frankfurt. Habt ihr gesehen? Ja? Urlaub ist vorbei. Ja? Arme Keeper,
im Tor. Ich glaube, das war Vignetti, glaube ich, der da hinter sich greifen musste. Er hat ihn nicht gesehen. So eine Rakete. Ja, aber da bin ich bei dir, also um nochmal da auf diese zurückzukommen, ja, rechts Außenposition war jetzt nicht so richtig besetzt, aber dann kannst du zum Beispiel sagen, naja gut, ein Blanco und Salazar könnten da halt auch spielen, wobei ich auch sage, theoretisch kann auch ein Younes auf einer rechten offensiven Position agieren, ohne große Probleme, also das geht schon. So, jetzt gibt es einen Elfmeter. Wobei, das sind mehr als Elfmeter auf jeden Fall, das ist schon mal relativ sicher. So. Ja, Timothy Chandler, das alte Schlitzohr. Der wollte da den Jugendspieler Nacho, ist das glaube ich? Ja, ne? Ja. Wollte da so ein bisschen an der Nase rumführen, grinst sich da hinten auch einen ab, wie wir sehen. Ja? Aber Philipp Kostic hat auch da gesagt, nee, die Späße machst du nicht mit ihm, solange er bei mir in der Mannschaft spielt. Dann hat den Ball direkt mal wieder 2-3 Meter nach vorne buxiert. Ja, also Timmy Chandler, da ist keiner gewahrt vor ihm. Der Schalk sitzt ihm im Nacken. Das ist Fakt. Ja. Also egal ob Waschfrau, Physiotherapeut oder Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung, jeder bekommt's ab. Ui. Na, der war angeschnibbelt. Ja, hat sich dann auch ein bisschen gedreht und Dion Ramay fast dran vorbeigeflogen. Ja, spielt ja gut mit. So, wieder Wechsel. Jetzt werden wir wieder Ragnar Ache und Ali Akman auf dem Platz sehen. Akman, der hat sich hier schon in Torlaune gezeigt. 2 Treffer schon markiert in dieser Einheit. Gehen da extrem früh drauf. Das ist genau das, was wir gestern beim Auftakttraining gesehen haben. Die Übungen, die Oliver Glasner hat praktizieren lassen. Und wie du schon sagst, was, ne? Die Mannschaft ohne Jerseys, die hat jetzt hier einen kassiert und ist nach Gefühl 30 Sekunden direkt wieder runter vom Platz. Ja, da gibt es gleich eine Nackenschelle. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist so eine Art. Die Tore wegräumen darf, ja, aber es ist so eine kleine Art Bestrafung natürlich, wenn du ein Tor kassierst, bist du raus. Dann musst du zugucken. Auch Amin Younes, über den haben wir heute noch nicht so viel gesprochen, auch wieder extrem viel zu sehen auf dem Platz, extrem laufstark, extrem giftig, gallig im Zweikampf, sowohl defensiv als auch offensiv, so wie wir das von ihm gewohnt sind. Er ist ja noch diese Saison mindestens Spieler von Eintracht Frankfurt, ist ja 2 Jahre ausgeliehen von Neapel und dann, ja, schauen wir mal, was passiert. Was man so hört, sei die Kaufoption ja nicht unbedingt in ganz hohen Millionensummen, sondern eher sowas bei 2,5 steht da. Ja, so genau, Raum, ne? 2, 3, 4 irgendwie, sowas in die Richtung. Da haben wir tatsächlich jetzt auch nicht die Ahnung. Wir können da uns auch nur auf die Medienberichte verlassen. Aber ich glaube, das ist eine Investition, die sinnvoll wäre, ohne jetzt Markus Kröschs Arbeit abnehmen zu wollen. Ja. Ja, wir müssen vielleicht tatsächlich mal Oliver Frankenbach einladen, dass er hier die Spielerakten mal mitbringt zu unserer nächsten Übertragung und wir mal da so ein bisschen Einblick nehmen dürfen. Mal schauen, was er dazu sagt. Wir hatten ja mit Armin Younes am Tag der Medizinchecks tatsächlich gesprochen und da hat er auch gesprochen, ja, von der ersten Saison, dass sie auch für ihn größtenteils gut gelaufen ist, ja, dass er auch erstmal ein bisschen Zeit brauchte, bis er wieder an seinem Leistungsniveau dran ist. Und dann hat er ja wirklich tolle Spiele gespielt, hinten raus leider ein bisschen angeschlagen, dann ein bisschen weniger Spielzeit bekommen. Und er war sehr zufrieden mit seiner und aber auch mit dem Abschneiden des Teams. Von daher gesehen kann man drauf aufbauen. Definitiv. Hat man ja dann tatsächlich auch im Saisonendspurt leider gesehen. Ne? Da war er ein bisschen angeschlagen nach dem Spiel in Dortmund, wo er ja rüde von Mats Hummels gefoult wurde. Und pfui. Ja, kaum hat er gefehlt.
hat sich das leider auch in den Ergebnissen unserer Eintracht wieder gespiegelt. Aber das ist abgehakt. Kurze Verletzungspause. Ja. Die ein Drama, der mit Ragnar Achre zusammengeprallt ist. Da scheppert es natürlich auch. Achre, der mal wieder aus dem Stand und in den zweiten Stock gesprungen ist. Mhm. Und dann über ihn so ein bisschen drüber gefallen ist, über den Keeper. Und ich glaube, dabei hat er dann einen Körperteil abbekommen. Nicht umsonst hat er in Holland den Spitznamen Ragnar R. bekommen. Das ist... Also wenn er irgendwann mal eine Fluggesellschaft aufmacht, hat er zumindest schon einen Namen. Genau. Er freut sich auch, dass Danny da Costa zurück ist. Ragnar Ache, der mit ihm auch ganz gut kann. Unter anderem auch mit Eamon Barcock. Ist ja hier geboren. Ragnar Ache ist ja ein Isenburger Jung. Mhm. Hat da das erste Mal seine Fußballschuhe geschnürt in der Hugenottenstadt. Und kaum reden wir über ihn. Kommentatorenglück nennt man das. Ja, U21. Er hätte noch spielen dürfen. Wenn die Saison ein bisschen besser gelaufen wäre, hat er bestimmt auch mit dem einen oder anderen traurigen Auge zugeguckt. Ja. Die U21, die im Sommer ja wirklich durch beherzte Leistungen, muss man sagen, sich zum Turniersieg gespielt hat. Unter anderem mit dem Stoßstürmer Mecha. Und Ragnar Ache war lange Zeit mit dabei bei der U21. Aber dann... Wir hatten es ja schon eingangs der Übertragung angesprochen, die Verletzungen, die ihn dann zurückgeworfen haben. Und dann, zwar hinten raus war er ja nochmal fit, aber das war dann leider zu lange draußen, dass Stefan Kunz, der Trainer, ihn wahrscheinlich dann berufen hat. Und somit also war er raus und die Mannschaft, mit der er teilweise die Quali-Spiele gespielt hat, die war dann siegreich am Ende. Aber es zeigt auch so ein bisschen... Die Mentalität, die Motivation. Oh, eines tolles Tor von Ali Akman. 3 Treffer jetzt schon gemacht. Heute Vormittag. Dass du dich nach diesen 2 brutalen Verletzungen dann in derselben Saison noch so zurückkämpfst, dass du am letzten Spieltag sogar noch deinen ersten Bundesliga-Treffer machst, das spricht für ihn. Und wie du schon sagst, Stefan Kunz hat ihn eigentlich immer eingeladen zur U21. Hat zwar nicht immer von Anfang an gespielt, war jetzt kein Stammspieler, aber ist eigentlich in jedem Spiel hat er seine Zeit bekommen. Ja. Ja, und ich glaube, die Zeit des Vormittagstrainings, die neigt sich tatsächlich so langsam dem Ende. Das bedeutet für mich, ich gehe schon mal runter und wir schauen, ob wir noch einen Gesprächspartner noch finden. Jawohl. Wir schauen derweil nochmal zu, wie die Spieler hier nochmal... kleine Trinkpause einlegen. Das hat sich ja auch alles extrem geändert im Laufe der Zeit. Ich bin letztens in der Geschäftsstelle mal Charlie Körbel, unsere Eintracht-Legende, in die Arme gelaufen. Da hat er von seinem allerersten Training mit Erich Ribbeck damals berichtet. Da war es tatsächlich verboten, während des Trainings zu trinken. Ja? Sieht man mal, wie die Zeiten sich geändert haben. Ganz lustige Geschichte, die Charlie Körbel mir da erzählt hat. Der war als junger Nachwuchsmann da so am Verdursten, dass er sich direkt nach dem Training unter die Dusche gestellt hat und das Duschwasser getrunken hat, bis plötzlich von hinten ihn so eine Hand am Kragen gepackte. Das hatte nämlich sein Coach Erich Ribbeck mitbekommen. Und hat ihn dann gleich zurückgezogen und gesagt, hier Junge, das machst du nur einmal, sonst bist du hier gleich raus. Ja, aber damals galt die Devise, nicht zu viel trinken, weil du sonst zu nass wirst. So ähnlich hat es Charlie Körbel ausgedrückt. Und heute würden sich Sportwissenschaftler und Ernährungswissenschaftler darüber wirklich nur... die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und die Köpfe schütteln, weil
Mittlerweile weiß man, das habt ihr ja auch in der abgelaufenen Bundesligaspielzeit gesehen, da wurde ja selbst da bei heißen Temperaturen immer mal Trinkpausen eingelegt. Also Flüssigkeitszunahme und Aufnahme, das ist ganz, ganz wichtig für unsere Profisportler. Ja, ein paar Spieler haben den Trainingsplatz sogar schon verlassen. Während wir hier sehen, dass einige noch ein paar Lockerungsübungen machen. Ali Akman, der hält noch ein bisschen Ball hoch. Ansonsten bolzen hier noch ein paar aufs Tor drauf. Gonzalo Paciencia hat da mal einen Schuss abgefeuert. Es wird noch ein bisschen gequatscht. Stefan Gödde ist da im Gespräch. Wird natürlich auch alles abgebaut. Ja, Ali Akman dreht da hinten zum Beispiel noch ein paar Runden. Oliver Glasner sehen wir hier schon im Austausch. Er schaut wieder auf seinen Zettel. Was haben wir heute abgearbeitet? Wer hat sich wie präsentiert? Er ist schon sehr akribisch. Wir haben es mehrfach angesprochen. Ähnelt da tatsächlich ungemein Niko Kovac. Er erinnert mich sehr an unseren Ex-Ex-Trainer, unter dem wir Pokalsieger geworden sind. Auch er war einer, der nicht dem Zufall überlassen wollte. Deshalb auch heute die Vorstellung von uns, der neuen Ernährungsberaterin Annalena van der Velden, die neu zum Team gestoßen ist. Und wenn ich mal so runterschaue, Lars wartet noch auf einen Interviewgast. Gibt es ein paar Kandidaten? Da steht ein Christopher Lendes, da steht ein Ragnar Ache relativ nah um ihn herum. Mal schauen, wen wir uns da gleich schnappen können, wenn wir hier sehen. Klar, die Letzten, die den Trainingsplatz verlassen dürfen, das sind natürlich immer die Jugendspieler. Und ich sehe, dass der Mann, der auch einige Male genetzt hat während dieses Trainingsspiels, bei Lars am Pult steht. Ragnar Ache wird also uns noch ein bisschen Rede und Antwort stehen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Der junge Mann aus Holland, der in Neu-Isenburg das Fußballspielen gelernt hat und jetzt wieder zurück in der alten Heimat in Frankfurt ist. Ragnar Ache ist bei mir. Ragnar, grüß dich. Wie war der Sommer erstmal? Was hast du gemacht? Wie war es so? Sommer war gut. Endlich frei und in Ferien gegangen in die Schweiz. War schön, konnte gut relaxen und so, und jetzt sind wir wieder da. Perfekt. Ich habe das Trikot an, du hattest ja gestern an, du warst ja bei unserem Clip mit dabei, du warst der allererste im Endeffekt, der es anziehen durfte. Wie ist deine Meinung, wie sitzt es so, wie passt? Ja, passt eigentlich gut. Schönes Shirt auch, schwarz und dann das Rote, finde ich schon schön. Das passt gut. Jetzt gibt es einen neuen Trainer, neue Co-Trainer, es ist schon eine neue Welt. Wie sind deine ersten Eindrücke von Oliver Glasner? Hab's auch heute gesehen, hat mit dir auch schon mal so ein bisschen 1:1 ein bisschen geredet. Wie sind deine ersten Eindrücke? Ja, gute Eindrücke. Die Ideen, die er hat, das sind echt gute Ideen. Hat er gleich am ersten Tag gesagt, was er will, was er nicht will und so. Und ja, das ist eigentlich gut, ja. Angriffspressing, glaube ich, ist auch so eine Sache, die dann auch dich betreffen würde. Das ist auch so eine Sache, wo er Augenmerk drauf legt, oder? Ja, das ist natürlich Hochpressing und so. Und ich würde sagen für mich selber, dass ich schon da gut bin mit Pressing und so. Wir gucken, wie alles geht eigentlich. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, die erste Saison war schwierig mit vielen Verletzungen. Ich finde aber jetzt, dass du auch wieder, auch nachdem du reingekommen bist, wieder einen guten Eindruck gemacht hast. Wie fühlst du dich? So, wenn man jetzt das Training sieht, glaube ich, ist das alles passiert? Ich glaube, du bist ganz gut im Schuss, oder? Ja, ich fühle mich gut, bin fit und vielleicht waren die Verletzungen doch gut, weil dann könnte ich mich dran gewöhnen und es laufen und so, weil es schon ganz anders als in Holland. War die Verletzung auch gut, könnte ich eigentlich langsam dran gewöhnen, einfach rundlaufen und so und dann, ja. Man sieht es immer wieder, Danny da Costa ist zurück, ihr habt einen ganz guten Draht miteinander, ne? Ihr kommt uns dann mal am Platz. Also das ist, glaube ich, auch für dein Wohlbefinden hier so ganz, ganz, ganz gut, ne? Ja. Macht ihr auch privat was zusammen? Ja, manchmal bin ich zu ihm nach Hause gegangen, habe ich was gegessen und ja, schon ein paar Mal mit Gibri auch. Irgendwie so. Tja, war gut eigentlich, ja. Sehr schön. Wie war nach dem ersten Tag 2 Einheiten? Makoto hat gesagt, die Beine waren schon noch ein bisschen schwer. Wie war es bei dir? Ja, eigentlich dasselbe. Ist eigentlich dran gewöhnen, erster Tag und dann 2 Einheiten, aber ja, das hält auch dabei. Sehr gut. Heute steht auch noch eine Einheit an. Weißt du schon, was gibt am Platz? Oder weiß noch nicht. Sehr gut. Ragnar, vielen lieben Dank. Bleib gesund und wir hoffen, viele Tore heute noch von dir zu sehen. Dankeschön.
Ich glaube, wir sind in einer anderen Kameraeinstellung, aber dann doch nicht. Also, wir verabschieden uns heute vom Trainings-Livestream. War dann doch, ja, waren fast... War knackig, wie gestern. 105 Minuten fast auf der Uhr, also war doch schon einiges. Und wir haben wieder neue Erkenntnisse gesammelt. Und heute steht noch eine Trainingseinheit an. Wir haben es auf dem Plan gehört. Morgen dann nochmal und dann also die erste kleinere Pause zum Durchschnaufen. Aber nächste Woche, da sind wir auch wieder am Start. Da sind wir auch am Start. Und was ich gerade noch erwähnen wollte, während du hier so toll Ragnar Ache interviewt hast, hat sich Oliver Glasner, unser Cheftrainer, nochmal sämtliche Jugendspieler zur Seite genommen. Also alle Jugendspieler, die von der U19 hochgezogen sind. Und hat nochmal einen kleinen Kreis gebildet und hat nur mit ihnen nochmal ganz intensiv so einen kleinen Austausch über das Training geführt. Das zeigt, und das weiß man ja auch aus seiner Wolfsburger Zeit, auch aus seiner Zeit in Österreich, dass er absolut einer ist, der die Jugend voranbringt. Ja, der wirklich mit jungen Spielern sehr gut kann, der so die Talente rauskitzelt. Und ich glaube, das wird gut. Wir haben es ja auch während des Trainings schon mehrfach angesprochen. Er ist da sehr viel am Sprechen, viel Körperkontakt. Wir sehen auch zum Glück gerade hier, dass Sebastian Rode wieder auf dem Trainingsplatz steht. Also es scheint ihm gut zu gehen. Nochmal ein Gespräch mit Oliver Glasner. Genau. Ja, und wir verabschieden uns heute aus dem sonnigen Stadtwald. Und ja, das Nachmittagstraining, da sind wir nicht